So, ich hoffe, es läuft. Und jetzt machen wir heute eine komplexere Reise. Das heißt, jetzt die vorhergehenden Selbstgespräche sollten dir eigentlich die Augen geöffnet haben, wie du dich selber blendest, wenn du permanent nur mit angelesenem Wissen, Schulwissen, Mathematik beschäftigst, dass das dich in einen Wahn treibt von Vorstellungswelten, die du in keinster Weise überprüfen kannst. Also immer Grundvoraussetzung, der ganze Makrokosmos, wie der beschrieben wird in der Wissenschaft, wenn du jetzt, egal ob du Bücher liest, ob du ins Internet, es gibt ja mittlerweile Bücher, können wir ja fast wegstreichen, ist ja nur noch Internet, inneres Netz, du holst dir das ja alles aus dem Internet, aus deinem Inneren raus, was ich versucht habe dir zu erklären, dass es hier schlichtweg und einfach nur um Metaphern geht und das Geheimnis liegt in der Sprache, im Anfang war das Wort. Das gilt für die mikrokosmischen Beschreibungen, das gilt für die makrokosmischen Beschreibungen. Diese Vorstellungen, die du dir ausdenkst, ob du dir jetzt Sonnen ausdenkst, wo Planeten sich rumdrehen, oder du denkst dir Atome, wo Elektronen sich rumdrehen, oder du denkst dir irgendwelche Moleküle aus. Das Geheimnis in der Sprache ist, da ist das doch mal ein alles verbindender Parameter, das bist du selber, du bist nämlich der, der sich's ausdenkt. Aber du verstehst die Sprache nicht, die Wurzel liegt wirklich in dieser Holofeeling-Vordersprache. Und ich versuche jetzt das einmal zu erklären, dass da immer Wissenskomplexe im Hintergrund sind, die natürlich hier von Charakter zu Charakter, sprich Abi auf Hebräisch, das schöpferische Wissen eines Intellekts extrem unterschiedlich sind. Das sind meine einfachen Beispiele, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich stelle dir eine Frage, ich sage, kannst du Deutsch sprechen, lesen und schreiben? Dann sagst du ja. Und dir muss klar sein, ich beziehe jetzt das nur auf die deutsche Sprache, normal blau ausgedacht, was das für ein Riesenwissenskomplex ist, wenn du ja sagst. Dein persönlicher Wortschatz, die Grammatikregeln, die du die meisten Menschen, die ich mir jetzt ausdenke, und immer wieder dran denken, mir ist jetzt bewusst, dass ich mir jetzt Kisten denke, da denke ich mir den normalen Deutschen rein, die Masse, die du um dich herum auftauchen siehst, wenn du in deinem Traum zum Beispiel in einen Supermarkt reingehst, dass die alle Deutsch reden. Mit Dialekt, da müssen wir jetzt gar nicht drauf eingehen. Und dass die das in einem relativ einwandfreien Deutsch reden, wo dir aber die Masse in keinster Weise die grammatikalischen Regeln erklären können. So wie sie jetzt an der Schule gelehrt wird. Die Grammatik des Deutschen. Das heißt, du kannst durchaus etwas können, ohne dass du eigentlich weißt, wie das funktioniert. Ja, genau. Jetzt sind aber die, die meinen, die glauben, immer dran denken, die Beschwörungskunst, sie wüssten, wie das funktioniert. Wir Physiker wissen ja, wir Chemiker wissen ja, wir Biologen, wir Theologen wissen ja. Bist du in so einem unendlich kleinen Wissensbereich? Und ich betone immer wieder, bei Holofeeling geht es nicht um das Wissen als Ding an sich, sondern um den verbindenden Parameter. Das ist erst einmal der Geist, der träumende Geist, jetzt vorgestellt. Da muss ein rot geschriebener Geist sein, der jetzt sich erst einmal einen träumenden Geist ausdenkt. Das ist die Grundmetapher, die musst du einfach akzeptieren. Und was denkst du, wenn du an einen träumenden Geist denkst? Dann denkst du dir einen Trockennasenaffen aus, der da liegt, der von seiner Umgebung jetzt, die du dir um ihn rum denkst, diese Welt überhaupt nichts mehr weiß, der aber, wenn er tief und fest schläft und träumt, nicht weiß, dass er schläft und jetzt ständig mit wechselnden Bildern in seinen eigenen Kopf, ich sage jetzt in dem roten Kopf, weil der Kopf, den du dir jetzt ausdenkst von dem träumenden Menschen, der da liegt, der existiert für den träumenden Geist ja gar nicht. Ja, genau. Das sind zwei komplett unterschiedliche Welten. Wir sind jetzt übrigens wieder in dem vorhergehenden Selbstgespräch mit unserem Raum, wo sich ein kleinerer Raum durchbewegt, das Zugabteil. Das sind aber alles ausgedachte Dinge, die immer in dir sind. Und ich versuche jetzt, dir mal die Augen zu öffnen über die Sprache, dass da im Hintergrund ein System wirkt, was ich in der Holoarithmetik schreibe, das eine komplett andere Physik ist, das ist eine geistige Physik, die aber über die Sprache dich immer wieder zu demselben Grundprinzip zurückführt. Das sind diese zwei Tetraederspiegel, diese Hüben-3 und Drüben-3, wie ich sage. Und zwar beginnt man mit einer ganz einfachen Erklärung von Leben. Wie entsteht Leben? Das ist ein kleines Filmchen, das lasse ich jetzt einmal laufen. Das ist übrigens die Ausgangsbasis. Umso komplexer du in Chat denken kannst, wie ich das nenne. Dieses Ja, kannst du Deutsch lesen und schreiben und sprechen, sagst du ja. Muss dir klar sein, dass da im Hintergrund in dir ein Riesenkomplex an Wissen und Funktionen sind, die in dir abläufen, die du gar nicht mitkriegst. Und bei Holobiofeeling verlagert sich jetzt der Geist
zuerst einmal in der Selbstanalyse. Selbst meine ich jetzt in Bezug auf das existierende Ich, das ich zu sein glaube, wie funktioniere ich eigentlich? Das ist das, was ich immer Tierchen gucken nenne, in meinem einfachsten Beispiel. Das Tierchen, was wir nun mal auftrennen, meinen wir, ich nenne mal statt den Tierchen, nenne ich den Menschen, rede ich jetzt von dem ganzen Menschen, der ja nicht nur ein Körper ist, sondern ein Wissenskomplex ist. Ich nenne das jetzt ein Konstrukt, Wert- und Interpretationsprogramm in Verbindung mit einer ganz speziellen KI, die in diesem Videospiel spielt. Weil das Tierchen als Person, die in Erscheinung tritt, ein Körpergefühl, das du hast, ist ja nur eine winzige Facette aus diesem Wissenskomplex des der Menschen. Aus dem übrigens nicht nur der eigene Körper entspringt oder die eigenen Körper, wenn ich jetzt an meinen Körper denke, ich mache es immer nur genau, dann denke ich an den aktuellen Körper. Der wird dann auch sinnlich wahrgenommen, materiell wahrgenommen, empfunden. Materie kann immer nur hier und jetzt sein, habe ich lang und breit erklärt. Oder denke ich an meine frühere Körper oder die, die ich eventuell noch bekomme, wenn ich älter werde, die sind dann schon feinstofflich, weil sie nochmal hier und jetzt sind. Oder an andere Körper, die ich sinnlich wahrnehme auf der VR-Brille, in meiner Peripherie, was ja immer nur vor mir ist auf meiner Stereobrille. Udo, entweder du machst dein Bild mal wieder, dann hat man dich, oder du gehst jetzt auf das Teilen. Ich bin auf dem Teilen, wir sind soweit. Moment, ich gehe jetzt da gleich rüber. Ich wollte es bloß nochmal vorneweg machen. Das ist wichtig, wenn du das nicht ständig im Hinterkopf hast, als Grundlage. Wirst du dem jetzt nicht folgen können, was ich dir sage. Und zwar beginnen wir mit diesem kleinen Video. Das ist wieder so, was ich Dinge erklärt, einfach erklärt. Und wir lassen da mal die ersten paar Minuten laufen. Ich lasse die Untertitel mitlaufen, dass wir auch die Sprache haben. Und das stimmt jetzt alles, aber das sind Metaphern. Und du wirst jetzt merken, da flechte ich jetzt viel Wissen, wenn du Holofeeling studierst, mit rein. Genau jetzt wandelst du auf einem schmalen Grat zwischen Leben und Tod. Jetzt. Das ist die Transversale zwischen Vergangenheit und Zukunft. Ja. Das Leben ist die aufgespannte polare Existenz. Den Ton hast du, Holger, ne? Ja, der Ton ist da. Du merkst es gar nicht, aber in deinem Körper geht's ganz schön ab. Und diese ständige Aktivität darf keine Sekunde stillstehen. So, ich habe gesagt, du gehst jetzt einen Schritt weiter, wenn du an deinen Körper denkst. Das ist das normale Ding. Denkst du an den aktuellen Trockennasen auf dem Säugetierkörper und du steigst jetzt mit deinem Bewusstsein eine Stufe auf. Und wir verwandeln das jetzt, dass du, dein Körper ist deine Traumwelt. Ein wesentlich komplexeres System, da geht es ständig ab. Und es kann nicht stillstehen. Mit Lichtgeschwindigkeit tauschen sich deine Informationen aus. Du kannst dir das vorstellen wie eine Treppenläuferspirale auf einer aufwärts fahrenden Rolltreppe. Da geht es schon, habe ich ein bisschen verschlafen. Ich lasse das einmal nochmal laufen. Du kannst dir das vorstellen wie eine Treppenläuferspirale. Wir schauen uns jetzt nur mal das Wort Spirale an. Jetzt denkst du dir schlichtweg und einfach, das ist der Sinus 45 Grad. Ja. Die Treppe selber, die Treppenstufen, die Klimax, ist eine Zeit, wo du jetzt sagst, die fließt von der Vergangenheit in die Zukunft. Okay, die Spirale, da mal ganz kurz einmal hebraisieren, wir wissen das raumzeitliche Wissen. Blau gelesen, es ist das erste Mal hier Becken, das sind die polaren Ecken. Ja. Was du Sinus, was du in einer Sinuskurve normalerweise Wellenberg und Wellendal nennst, schau bitte das kleine Bild unten an, ist eigentlich hier, das sind die zwei Seiten einer Ecke. Ja. Okay, und jetzt der dritte Spiegel, wenn ich immer von dem Spiegeleck reden du, der dritte Spiegel ist dann die Synthese. Darum nennt man das auch eine Schwelle. Das ist das hebräische Wort für Valley oder Schwelle. Mhm. Jetzt pass auf, jetzt machen wir da ein I dran. Das heißt ja mein, dann heißt es meine Schwelle oder mein Becken. Ja. Hier korrekt, das ist jetzt hier im Grün, ist immer jüdische Itzagluri-Akademie-Übersetzung. Das nennt man auch eine Tür. Tür wieder TOR ist eine Reihe, eine Spiegelwahrnehmung. Mhm. Das ist der Eingangsraum. Das können wir jetzt rot machen, dann ist es die bewusste Weisheit Gottes, eines Gotteskindes, die bewusste Weisheit eines Gotteskindes. Das ist Spiga, wenn ich GH hinten, der Geist, der die Quintessenz ist, das ist die Aufsaugung, die Absorption von allem. Das ist absolute Liebe. Blau gelesen ist es Traumzeit, Wissen der Intellekt. Raumzeit ist immer Wissen eines Intellekts. Das sind dann die logischen Wellen, die in dir auftauchen, die logisch ausgedachten Gedankenwellen. Ja. Das Ganze passiert übrigens in einer Ecke.
Das ist SB nun mit einem N hin, diese raumzeitliche Wissen, das zur Existenz wird, ist das hebräische Wort für Decke, das ist die geöffnete Ecke. Ah. SD wissen wir, sind vier Ecken. Jetzt sind wir schon bei unserem Tetraederspiel. Ja, genau. Okay, jetzt ja. Muss man nur R hinten dranhängen. Spier. Spirale. Ich mache nur das Wort Spirale. Jetzt wirst du zum Erzähler, der Erweckte, der zu zählen anfängt. Ich erzähle dir jetzt etwas. Da steckt das Wort Zahl schon drin, die erweckt werden. Mhm. Das Ganze wird jetzt zählbar. Das heißt, dieses, was ich zähle, ist BAR. Was ist BAR? BR alleine ist das Äußere. Wenn wir das Vokal rausschmeißen. Ah, der Bruder, ne? Das ist der äußere Bruder, ja. Aber was wichtig ist, das ist ja mal das Äußere, unter anderem. Ja. Und wenn ich BAR mache, dann wird es der Brunnen. Ah. Aber dasselbe Brunnen heißt etwas auseinandersetzen und erklären. Mhm. Da kann ich dasselbe, was ich im letzten Selbstgespräch habe, der Brunnen wird gespeist von einer Quelle. Das Wasser, das aus der Quelle herauskommt, ist nicht die Quelle. Das ist jetzt wieder eine Reinstufung, wenn du das machst. Ja. Okay? Ja. Da wollte ich jetzt aber gar nicht so weit rein. Wir sind bei Spier. Okay? Das ist zählbar. Das ist übrigens unten. Das ist das hebräische Wort für Saphir. Da kommen wir noch gleich dazu. Das ist abzählbar. Das ist Ubis, die verbundene Weisheit. Und das Zelt, das Gezählte, was du dir selber erzählst, in Form von Zahlen. Wir machen göttliche Arithmetik, nicht Mathematik. Das führt in einen Druckschluss. Das ist das Äußere. Der Saphir kommt sehr, sehr oft auch. Der Kristall-Saphir kommt in der Dora sehr oft vor. Mhm. Wenn ich jetzt einmal weitergehe, du kannst das Video anhalten und dir die Sachen mal wirklich genau auf dich wirken lassen. Du hast alle Zeit der Welt. Spira. Entschuldigung, mal zurück. Spier und jetzt hinten Ali, das ist ja in El Hayom, das ist jetzt die Beschwörung und der Fluch. Immer dran denken, El Hayom, Gott das Meer heißt auch die Beschwörungen oder die Flüche, von dem, der du selbst bist, das ist die Spirale. Das ist jetzt Wellenberg und Wellenberg kann man auch sagen, du magst was positiv oder negativ. Das war jetzt nur ganz oberflächlich. Ich sage mir, können wir jetzt da weitergehen, weil das ist ein 400-Seiten-Buch. Mhm. Also du bist ein Treppenläufer und jetzt schau dir mal die Symbolik hier an. Sinus 45 Grad, wir lassen das mal nochmal laufen. Du kannst dir das vorstellen wie eine Treppenläuferspirale auf einer aufwärtsfahrenden... Das heißt, du hast die Illusion, das ist jetzt longitudinale Zeit, die du dir bewegst von A nach B. Aber genau genommen kreist es bloß. Ja. Das, was du hier durchzählst, was du dir in einer Longitudinalen von der Vergangenheit in die Zukunft denkst, ist nur ein ständiges Hier und Jetzt auftauchen. Ja. Meinst du, dass die du dir jetzt ausdenkst, die das Video gemacht haben, wissen, was die eigentlich machen? Meinst du weißt, was du eigentlich machst, wenn du was machst? Das, was du glaubst, sind nur deine persönlichen Interpretationen. Aber die sind nachgeäffte Erklärungsmodelle, die mit der Wirklichkeit nichts zu tun haben im Hier und Jetzt. Rolltreppe. Die Spirale repräsentiert die Selbsterneuerung. Die Spirale repräsentiert die Selbsterneuerung der Zellen. Bitte, ist was? Die Spirale, habe ich gerade gesagt, repräsentiert die Selbsterneuerung deiner Zellen. Ja. Das mit der Zelle ist natürlich jetzt wichtig, weil wir zuerst einmal wissen, wir machen die Konsonante Radix ZL, die sind die Schatten. Mhm. Der Mensch war der Bezellem, jetzt merkst du schon, eine junge Schlange. Da ist die Sinuskurve mit drin. Mhm. Das sind Schatten. Da kommt jetzt Zelebis, das Kreuz, da kommen wir jetzt in den Einheitskreis rein. Das Kreuz ist ja das Zentrum, das hast du mal in unserem Einheitskreis, die vier Quadranten. Ja. Da kriegst du die Schattenseiten, die beschatteten Flächen, die Schattenaugenblicken und was natürlich eine ganz, ganz elementare Erkenntnis ist, ist das Bezellem. Den brauchen wir dann eh, ich mache mal den noch schnell auf, weil das ist das Grundprogramm. Da ist wirklich die komplette Welt extrem gezippt in dir drinnen. So, da fahren wir jetzt einfach mal rein. So,
26, 27, wir haben 27 Zeichen. Ja. Dieser Satz, und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde. Beilet heißt ja Deutsch, wir brauchen immer Deutsch-Hebräisch in seinem Kind. Ich bin da so oft drauf, das ist jetzt das in seinem Bild, in seinem Abbild. Und da steckt jetzt hier das Beetz schon drin. Die Geburt von Licht, das ist das hebräische Wort für Schatten. Der Schatten. Mhm. Das ist auch eine Nichtigkeit, ein Nichts, ein Schatten. Was sind denn die Bilder auf einer Leinwand, wenn du jetzt mit einem normalen Projektor arbeitest? Und dieses Bezalem, das jetzt übersetzt wird korrekt, B als Vorsilbe, in ihren Schatten. M am Ende ist Besitzanzeichen, das Fürwort in Bezug auf Männer, das sind Geister, Geistesfunk. Der Adam ist erschaffen in ihren Schatten, in den Schatten, in den aufgeworfenen Ideen, Geburt von Licht, blaues Licht, meiner Geistesfunk. Mhm. Du bist dabei? Ja. Darum ist Zellem alleine, ist jetzt das Bild im Kind, ist ein im Kindwerk, ein Abbild. Das sind Phantombilder, Götzenbilder. Interessant ist, wenn wir Betel ganz lesen, da habe ich oft darauf hingewiesen, in einem Wörterbuch wird ja da nicht, das heißt jetzt ganz offiziell im Schatten, im, das B als Vorsilbe gelesen, im Bild, das ist eigentlich, im Bild ist eigentlich, heißt es im Schatten genau genommen. Aber was hier interessant ist, dass das Wort Bezel als Ganzes auch gibt, das ist das hebräische Wort für Zwiebel. Wenn wir hier reinspringen, habe ich sehr oft schon erklärt, aber ich wiederhole jetzt extra nochmal. Und das wiederum, immer das Deutsche wieder zurück übersetzt, Z-Waff, die Geburt von was doppelt aufgespannten. Z-Waff heißt ja, wir wissen, der Befehl. Ja. Das heißt dann praktisch mein Befehl, mhm, mit einem I hinten dran. Zwei fehlen. Mhm. Darum nennen wir das auch eine Order. Ein Befehl ist eine Order. Und wir wissen, Order mit 70 geschrieben heißt erweckt und die erste Generation. Das ist die erweckte Generation. Gott schuf den Menschen in seiner erweckten Generation. Das steckt da komplett mit drin. Das ist aber, das habe ich ja so oft erklärt. Ich komme nicht weiter, wenn ich immer wieder das wiederhole, weil es ist wichtig. Man muss, es geht nur mit Wiederholung. Und da kommt eben diese schöne Sache. In deinem Schatten wirst du als Mann und Frau, erschuf er sie. Das ist nicht, da haben wir das erste Mal hier hinten das Atom, ATM, unteilbar. Das kannst du ATM lesen. Ja. Ist unteilbar. Mhm. Moment. Also du merkst, wir kommen da aus dem System, das sind jetzt die Zellen und Le'en heißt ja, der Schatten ist Le'en, ist eine auseinandergeschmissene Existenz. Ja. Ich muss mich jetzt bremsen, dass ich das Wesentliche dir zeige. Deiner Zellen. Die Rolltreppe, die Gesetze der Physik, die an deinem Körper... Es ist longitudinales raumzeitliches Denken, das sich immer in deinem Kopf abspielt. Du bist eigentlich dieser kreisende Ding. Merkst du, was da drin steht, was keiner mitkriegt? Es sind ja leichte Erklärungen, warum du lebst. Ja. Also interessant finde ich, dass die Spirale immer an der gleichen Stelle bleibt. Interessant finde ich auch, dass die Spirale immer an der gleichen Stelle bleibt. Ja, ich sage, das kreist um den absoluten Mittelpunkt herum. Ja. Das ist der 45 Grad Sinus, der 45 Sinus 45 Grad, denke 45 ist Adam. Ja. Am Leben zu sein bedeutet, ständig in Bewegung zu sein. In Bewegung zu sein. Aber du setzt dich in Bewegung, das ist das Verrückte. Die Bewegung ist nicht eine Bewegung von A nach B räumlich ausgedacht, das ist keine Bewegung von der Vergangenheit in die Zukunft, sondern das ist ein Kreisen um das ewige Hier und Jetzt, das du rein gedanklich, räumlich und zeitlich um dich herum verstreust. Ja, genau. Immer meine simplen Beispiele, schließe die Augen und jetzt denkst du, du bist in einer Küche und dann gehst du ins Schlafzimmer, dann gehst du aus deiner Wohnung heraus. Dann gehst du runter in die Garage, setzt dich in dein Auto, fährst rückwärts aus der Garage raus, dann fährst du in die Stadt. Ich spreche jetzt Worte und wenn ich jetzt sage, stell dir das bildlich vor. Jedes neue Wort, das in dir auftaucht, wird eine neue Vorstellung machen, genauso wie jedes Bild, das auftaucht an einer Datei, immer jetzt da ist, in dir plötzlich im unbewussten Zustand die Illusion erzeugt, aufgrund einer ständig im Hier und Jetzt wechselnden Bilder. Wo jedes Bild jetzt ist und wo jedes Bild hier ist. In deiner Unbewusstheit glaubst du, du bewegst dich durch deinen Traum. Stimmt. Das ist das, was ist. Das ist die Wirklichkeit. Das ist die neue Stufe, die ich dir mit Holofeeling öffne. Was dann noch einhergeht, dass du vollkommen unzerstörbar bist. Aber da kommen wir noch dazu.
aber nirgends anzukommen. Erreichst du das Ende? Nirgends, du kannst nirgends ankommen. Mhm. Achte mal genau, das, du wirst von mir nie hören, dass was nicht stimmt. Die Frage ist, was machst du aus den Worten und aus den Bildern? Aber nirgends anzukommen. Erreichst du ankommen, du bist immer hier. Du bist immer dieses Zentrum und schaust nur das um dich herum an. Das wäre jetzt Zukunft, wo du dich irgendwo hindenkst. Das Ende der Rolltreppe geht's nicht mehr weiter und du bist für immer und ewig tot. Tot. T, O mit zwei Spiegeln. Merkst du in dem Wort Tod so viele Sachen, die in dir auftauchen. Das beschreibt die Holophilie. Ja. Du hast da nie irgendwo angefangen zu laufen. Es ist jetzt ewig ohne Anfang und Ende. Das ist die erste Erkenntnis, wenn du ein bewusster Geist wirst. Das Universum will, dass du das... Immer dran denken, das Uni, verbunden sein der Gott. Versum heißt in eins gekehrt. Das Wort Universum beschreibt genau diesen Vorgang. Mhm. Ja, genau. Nicht, dass du das Ende erreichst. Aber da bist du doch schon. E Quadrat R, er ist der Spiegel, Rei, der Kopf ja. Des Schöpfer Gottes. Mhm. Okay? Du kannst auch lesen, der Erwachte ist immer ein Re-Ich, er holt seine Re, seine ausgedachten Ichs immer wieder zurück. Ja, ja. SD rot gelesen heißt, Bewusstsein ist immer sein oder Bewusstsein ist der Spiegel, je nachdem, ob du das rote T, die 400 oder die 9 in rot nimmst. Ja. Das eine Wort sagt es schon. Mhm. Das heißt, der Erwachte ist der Rei, jetzt mit Elef Aleph geschrieben, der Kopf des Schöpfer Gottes, der Spiegel. Und das ist eine Kollektion von bewussten Erscheinungen. Oder Bewusstsein ist immer sein. Bewusstsein ist der Spiegel. Das ist Re-Ich. Okay? Ja. Ende erreichst. Das ist irgendwie unheimlich. Wie kann... Unheimlich. UN-Rot ist verbundenes Sein. Verbunden, vereinigt sein. Bewusstes geistiges Sein. Mhm. Okay? Ja. Immer dran denken, ist ein Diminutiv, kommen wir eventuell heute nochmal drauf, eine Verkleinerungsform. Jetzt ist natürlich klar, wenn du das Existierende alles in einem Punkt implodieren lässt, verkleinert sich ja das raumzeitlich gedacht. Ja, stimmt. Ja. Aber wir haben immer zwei Seiten. Jetzt pass auf, das hebräische Suffix, Sub, ist das Ende. Ich und dazwischen sind die Facetten. Ist eine sogenannte Diminutiv, das heißt eine Verkleinerungsform und ist eine aufgespannte Existenz, damit eine Verkleinerungsform von UB680 Allium. Eine aufgespannte Existenz ist immer eine Gedankenwelle und die ist immer weniger wie das Meer selber, wo sie diese immer sein, die wo sie herausspringt. Ja, ja. Aber du kannst es spiegeln. Gott selbst ist ebenfalls ein Diminutiv. Mhm. Geschlossenes Meer ist göttliches Sein, verbunden in der absoluten Tiefe. Mhm. Rot gelesen. Mhm. Das lernst du irgendwann einmal, wenn diese 22 Zeichen rot-blau einfach vollkommen installiert sind. Denn Gott, verbundenes Sein, ist absolutes Verbundensein und das heißt Nichtsein. Wenn alles in einem Punkt zusammenfällt, ist es nichts. Und das ist doch kleiner oder weniger wie irgendwelche großen ausgedachten Dinge. Zum Beispiel jetzt ein materiell ausgedachtes, unendlich großes oder nicht vorstellbar großes Universum. Ja, ja genau. Du wirst merken, ich kann dir jetzt da vier Seiten wieder erklären, ohne drauf einzugehen. Die sind, das musst du nicht wissen, du musst das Prinzip erahnen. Okay? Den kannst du nicht entgehen. Und wieso lieb immer an das Enddenken? Gehen kann ich jetzt hier rot lesen und blau lesen. In Bewegung setzen. Entstehen ist zum Beispiel, dass es nicht mehr steht. Dass es nicht mehr geht. Ja. Aber das ist eine geistige Eheexistenz von Plus und Minus. Es fällt in einem Punkt zusammen. Da wirst du irgendwann einmal merken, du brauchst die 16 Perspektiven. Und wieso lebst du überhaupt? Immer dran denken, das Thema... Wenn was lebt, haben wir zuerst einmal LBT. Das Licht ist eine polare Spiegelung. Da bist du in einem inneren Konflikt, innere Konflikte mit Kämpfen, du mühst dich ab in dir selbst. Das heißt, die Wunder, Bella, Aleph, sind in GE-Quadrat. Der Geist wird jetzt zu JCH und ICH.
was ich immer sage, der vorm Bücherregal und der dann zum Lesen anfängt bewusst. Ja. Da gibt es übrigens auch noch eine schöne Auslegung, aber es muss halt im Detail erklärt werden. Kannst du dem entgehen? Und wieso lebst du überhaupt? So, und jetzt kommt reine naturwissenschaftliche Erkenntnis in diesem Bereich, das genauso voller Symbolik ist und alles stimmt, wenn ich weiß, dass es eine Märchengeschichte ist. Wusste ich das in kein bisschen weiterführt, ist letztendlich die große Erkenntnis, was dann wirklich in dir abläuft. Weil du gehörst immer noch zu den Leuten, wenn du naturwissenschaftliche oder religiöse oder chronologisch-geschichtliche Erzählungen hörst, dass du dir im Maße zu deiner Worterklärung, deiner eigenen Worterklärung, du kannst aus einem Wort nur das herauslesen, was du selbst in die Worte und Vorstellungen hineininterpretierst. Dass das Metaphern sind. Ich sage jetzt mal ganz einfach, normale Menschen sind Menschen, die nicht wissen, was Sprichwörter und Märchen sind, und Geschichtsbücher sind genauso und wissenschaftliche Bücher sind Märchenbücher. Und ich wiederhole immer wieder, das Wertvolle dran sind die Metaphern. Was heißt das? Du darfst nicht, wenn ich sage, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht, geht es überhaupt nicht um einen Krug, den du dir jetzt denken kannst, der zu einem Brunnen watschelt und auseinanderbricht. Und wenn ich sage, Lügen haben kurze Beine, geht es nicht um irgendwelche ausgedachten Lügen. Es geht um die Metapher. Und das musst du jetzt immer im Hinterkopf haben. Haar in der Kopf, in dem roten Kopf, wenn wir jetzt weiterhören. Die Dinge, so, Dien. Sache, Gesetz. Das ist erst einmal das Gericht, das Gesetz, der Gesetzeslehrer. Das ist der Gesetz des Geistes und der Geist ist E Quadrat. Das ist JCO und ICO. Macht dann Sinn, oder? Und ja. Dieses E Quadrat ist ein Kopf. Ich denke mir jetzt dich aus und ich denke mich aus. Das sind dieses dich und mich sind zwei ausgedachte Sachen. Mhm. Aber die befinden sich jetzt beide in dem, der sich beide ausdenkt. Ja, genau. Das ist jetzt ein Unterschied, ob ich mir jetzt meinen Zuhörer ausdenke oder den Sprecher sich ausdenke. Du denkst dir doch jetzt einen Sprecher aus und du denkst dir einen Zuhörer aus. Beim Zuhörer sagst du, das bin ich, und beim Sprecher sagst du, das ist meinetwegen jetzt ein anderer, der Udo. Mhm. Aber komischerweise, wenn ich das spiegel, ich denke mich jetzt, ich kann auch sagen, ich bin der Sprecher und du bist der Zuhörer. Das ist eine Spiegelung, merkst du das? Was dabei gleich bleibt, ist die Synthese. Das ist der sich's ausdenkt. Ja. Dann haben wir schon vier Seiten. Und Kol, das ist wie Licht. Kol ist das hebräische Wort für alles. Alles Leben basiert auf Zellen. Das hat man. Zellen sind ganz wichtig. Aber halt einmal den Hinterkopf für Zelle im Kopf. Eine Zelle ist ein Stück des unbelebten Universums. Das unbelebte Universum ist praktisch das in eins gekehrte. Das ist ein Geist, der immer ist, der nicht träumt. Mhm. Weil dann hat er kein in eins gekehrte. Schau das kleine Bild an. Er muss sich jetzt erst was ausdenken, dass in ihm was auftaucht. Er muss zum Träumen anfangen. T-Raum sind Spiegel, ist ein Spiegelraum. Ich kann erst, wenn ich einen Spiegeltunnel aufbaue, brauche ich nochmal einen Spiegel dazu, um in diese Reflexionen zu kommen. Ja, ja. Eine Reflexion ist übrigens wieder eine Beugung, da kommen wir noch dazu. Dass sich vom Rest abgekoppelt hat, um eine Weile sein eigenes Ding zu machen. Abgekoppelt ist ein schönes Wort, ne? Immer dran denken, das ab, wenn du aussprichst, wir schreiben das ja mit AB, aber wir können das auch UB schreiben. AB wiederum hebräisiert ist der Vater, als AF ausgesprochen, aufblühen. Da haben wir aber in dem Aufblühen schon wieder AUF, AUP. Mhm. Löst sich diese Abgrenzung auf, stirbt die Zelle und geht wieder in das restliche tote Universum über. Leider möchte das Universum aber nicht, dass das Leben... Wenn wir mal für die Zellen jetzt einfach Wellen, Zellen, Wellen, wir machen aus dem Z, aus der Geburt bloß ein doppelt aufgespanntes, wie wir hier dann das ZW haben. Mhm. Um sein eigenes Ding macht. Irgendwie. Du magst dein eigenes Ding gehen, du magst dein eigenes Gesetz in Maßsetzung deines Schwamminhalts. Ja. Lebendig auseinandergeschmissene Polarität ist das, was du magst, dir dein eigenes Gesetz. Du meinst, deine Gesetze sind deine Gesetze, es sind die Gesetze deiner Lehrer und Erzieher, die du geistlos nachäffst und damit Vorstellungen in dir aufbaust. Jetzt zum Beispiel,
jetzt anhand dieser Worte oder dieser Pixel-Arrangements eben sein eigenes Ding macht. Irgendwie mag es Aufregung nicht besonders und versucht, so langweilig wie möglich Aufregung wirklich zu sein. Dieses Prinzip heißt Entropie. Die Entropie wäre jetzt wieder, da müssen wir ewig drüber reden. Ich mache das ganz, ganz kurz. Müssen wir hier Thalamus, Thalamus, Ores, ich fahre mal da ganz kurz rein. Plus auch sein. Das Pi haben wir ja schon hin, ein schönes Wort. Entropie. Die Utopie. Ist einfach, zuerst einmal griechisch N heißt innen und Trobe heißt Wendung. Das heißt praktisch ein inneres Wenden. WN sind aber polare Enden. Ja. Ich kann jetzt diese polaren Enden enden lassen, indem ich die wieder zusammenschmeiße, aber in Wirklichkeit haben wir ja unsere Rolltreppe und jetzt pass auf, wenn du, schau bitte das kleine Bild unten an, das habe ich so oft erklärt, wenn ich jetzt das so mache, dein jetziges Denken ist, es ist hell und es ist dunkel, es ist hell und es ist dunkel, weil du das chronologisch siehst. Wir schieben die Zeit zusammen, dann sieht es so aus, es taucht der Gedankenwelle auf, wo dieser Widerspruch gleichzeitig da ist und fällt wieder zusammen und so plus 1, minus 1. Was genau genommen, wieder an den Daumen mit der Nulllinie denken, dieses da ist, minus 1, plus 1 entsteht gleichmäßig und wenn das minus 1 größer wird, wird das plus 1 größer. Und jetzt habe ich einen ausgedachten Mittelpunkt. Das passiert immer, dass du alles, was du dir denkst, ausdenkst und es fällt wieder zusammen. Wir haben aber ein schöneres Erklärungsmodell, wenn wir jetzt unseren Kreis machen, unsere Spirale gerade auf der Treppe. Schau, wenn du das flächig siehst und ich mache das so, hast du dasselbe Phänomen. Mhm. Okay? Was aber jetzt schön ist, was jetzt passiert, dass das oben auf 0 wird, das 0 wird 0 und wenn das nächste Mal wieder auseinander geht, tauscht sich die Polarität aus. Ja, genau, stimmt. Jetzt ist es Minus oben, wenn ich jetzt sage, ich mache so, ist immer unten Minus und oben ist Plus. Wenn ich jetzt aber vier Phasen sehe, dann sieht es so aus, ich fange mal so an, da kommt Plus, Plus ist oben, Minus ist unten. Die zwei fallen wieder zusammen, jetzt ist Minus oben und Plus unten. Darum haben wir die vier Phasen, Plus, 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 Minus, 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 Plus. Darum sind ein Kreis 2Pi, zwei Umdrehungen. Ja, jetzt hat es geklackert. Und jetzt kannst du, das habe ich in, alles schon in den Onbarungen drinnen, ganz einfach, dass wenn ich jetzt den Kreis nehme und wir wissen ja, es ist ja alles in einem Punkt, kann ich jetzt, denke mal an die Uhr, an die Uhrzeit, ich mache das einmal gespiegelt, muss ich mitdenken, ist das bei dir 3 Uhr von dir aus gesehen und das ist 9 Uhr in deinem Ziffernblatt. D3 und 9, neue Existenz, kann man hier mal zusammenschieben, dann hast du oben einen Kreis und unten einen Kreis, das ist die 8, die Kollektion. Wir können natürlich auch oben die 12 Uhr und die 6 Uhr zusammenschieben, dann kriegst du das Unendlichkeitszeichen. Mhm. Okay? Ja. Da gehe ich ja nicht drauf ein, weil das auch die Erklärung. Wir lassen das einmal schnell laufen. Das ist die Entropie von Eis und Wasser. Was verwandelt sich eigentlich hier? Das Materielle, was du dir denkst, und das Nichts dazwischen ist das rote Wasser, wird das Materielle, wird wieder, wandelt sich um in dieses Wasser. Mhm. Das nennt man Entropie, ist alles wird wieder zerstört, dein alles wird wieder heil. Bist dabei? Ja. Dass ich jetzt noch ein Schritt weiter gehe, dass wir hier eigentlich gar nichts verändern an der Atome. Angenommen, auch ein Beispiel, das ist mein Beispiel mit meinem Eiswürfelfisch. Kannst du dich erinnern? Ja. Ich erkläre es nochmal, unser Medium ist Geist. Geist befindet sich in einem Punkt, das denken wir uns jetzt einmal räumlich dreidimensional aus. Das ist das El Hayom, das Meerwasser, das wir uns jetzt vorstellen, um das zu verstehen. Wenn ich dieses Wasser mal ganz normal als reines Wasser H2O, da haben wir schon wieder zwei Wahrnehmungen, die kreisen, mir ausdenke, ist das ein, haben wir drei verschiedene Aggregatzustände. Okay? Ja. Und jetzt ist es so, wenn ich nur Wasser habe und wir sagen jetzt, das ist flüssiges Wasser, dann ist es ein ganz gleich homogenes Feld mit lauter H2O-Atome. Ich bleibe jetzt in diesem Erklärungsmodell der Physik, ich erkläre das bloß geistreich. Was passiert jetzt, wenn ich einen kleinen Bereich von diesen Atomen, da wir uns jetzt in diesen unendlich großen Wasserraum, der nur aus H2O besteht, da wir einen kleinen Bereich abzirkeln und wir verändern den Aggregatzustand von dem Wasser, wir lassen ihn schlagartig gefrieren, dann wird sich ein Eiswürfel im Wasser befinden. Das ist praktisches Wasser und in dem Wasser schwimmt ein Eiswürfel. Ja. Wenn wir uns das kubisch vorstellen. Ja.
In dem Moment kann ich aber sagen, der Eiswürfel hat die Form von einem Fisch. F-Isch heißt eine Facette, die eine Gestalt annimmt. Da sich durch den Aggregatzustand verändert, vom flüssig in fest, habe ich jetzt einen Unterschied zwischen dem flüssigen Wasser drumherum und dem Eiswürfelfisch. Ich sehe einen Unterschied. Ich habe aber kein Atom hinzugefügt oder weggelassen. Das heißt, eigentlich an der Grundsubstanz Wasser hat sich überhaupt nichts verändert. Bist du dabei? Ja, ja. Den Unterschied, ich sehe jetzt einen Eiswürfelfisch in Wasser und in dem Moment durch die Entropie, wenn der sich wieder auflöst, wird er eigentlich wieder eins mit dem Wasser. An dem Wasser selber verändert sich nichts. Das sind die 200 Gramm rote Gnede. Ja. Ich kann jetzt dieselbe Menge Wasseratome, kann ich aber statt an Eiswürfelfisch, kann ich die zu Gas machen. Dann dehnt sich das aus und dann habe ich plötzlich eine Blase. Drumherum ist wieder unser flüssiges Wasser und die Blase ist dann jetzt normal als Gas eigentlich gar nichts. Das ist eine Luftblase, eine Wasserblase. Da ist übrigens Knallgas drin dann, wenn wir das auflösen. Weil das Wasser ist ja H2O. Wenn wir da Gas draus machen, dehnt sich das total aus und dann kriege ich einen dreidimensionalen Nichtraum. Das ist jetzt eigentlich hier innerhalb unseres flüssigen Wassers. Vorgestellt jetzt mit der normalen Physik. Ja. Die Symbolik im Hintergrund ist was ganz was anderes. Das ist diese ständige Umformen von 200 Gramm rote Gnede, das an der Gnede überhaupt nichts, an dem eigentlichen Wasser nicht das Geringste verändert. Ich verändere nur den Aggregatzustand. Jetzt können wir natürlich uns unser AGG, AGAG, die Geschichte von Gag und Agag. Gag ist die Welle, das Ausgedachte. Biblische Geschichte, da kommt übrigens genau an der Stelle, kommt dann in der Tora die Sache von Hüben 3 und Drüben 3, das will ich bloß erwähnt haben. Sie ist ein grundlegendes Gesetz unseres Universums. G, der Geist fängt an zu runden, zu drehen. Denk an das goldene Kalb. Ja. Und jetzt hast du Legen, auseinandergeschmissene Gehirnexistenzen. Das ist ein G-Setz. Geist E-Quadrat fängt an, in sich was aufzubauen. Die schalten wir schnell dazu, dass ich meine, ich verschmäße. Das ist mir egal. Ich nehme gerade was auf, ich will gar nicht, ich hast mir jetzt rausgeschmissen, ich mache da gleich lückenlos weiter. Sorry. So. Das machen wir jetzt gerade im Moment. Was wir machen, machen wir immer jetzt. Das ist auf, Schöpfer AUB, regt sich was. Und das ist im Geist, fängt was an zu runden und du schaust immer bloß die obere Hälfte an, die in dir auftaucht. Das ist aufregend. Dein Bildschirm haben wir jetzt nicht, dadurch, dass ich wir haben deinen Bildschirm nicht, dadurch, dass sich Andrea zugeschaltet hat. Ich habe doch das gemacht. Jetzt muss ich nochmal anfangen. Ja. So, fangen wir nochmal an. Ein Video machen, in dem wir sie detailliert. Übrigens im B all in Gott geöffnet. B all in Gott geöffnet. Im Germanischen ist es der Balder. Gehe ich Ihnen, ich bin nur drauf. Erklären. Erstmal musst du nur wissen, dass alles Leben grundsätzlich aufregend ist. Das war das. Der Geist fängt an, Runden zu drehen. Das besteht aus Sätzen, sehr komplex. Und das ist auf AOB, auf den Schöpfer G, regt sich plötzlich etwas. In einer Zelle gibt es Millionen Proteine und Millionen einfachere Moleküle wie Wasser. Tausende. Das ist natürlich jetzt jedes dieser Worte für sich erzählt dir immer dieselbe Geschichte. Wir haben das Problem, das Vorgelegte funktioniert immer wie ein Hologramm. War jetzt auch, wäre wieder ein Wort, wo ich sage, ein eigener Erklärungskomplex, wo du dir sagen musst, wenn wir Hologrammplatte haben und wir nehmen ein kleines Stück raus und schauen das einzeln an, hast du wieder die exakt dasselbe Bild, bloß kleiner und unschärfer. Das sind tausende von komplexen Selbsterneuerungsprozessen. Jeder neue Gedanke, den du denkst, ist ein erneuter Prozess, der aus dir selbst heraustaucht, der verschwindet. Und das sind lauter Puzzlestückchen, die in dir auftauchen aus dem heiligen Ganzen, das du selbst bist. Komplexe Selbsterneuerungsprozesse passieren bis zu hunderttausende Mal pro Sekunde.
Um aufregend, also am Leben zu bleiben, muss die Zelle ständig arbeiten, um nicht an Entropie zu gewinnen und langweilig, also tot zu enden. Du musst ständig was denken, weil in dem Moment, wo du aufhörst zum Denken, wirst du zu einem Geist, der schläft, ohne zu träumen, und dann wirst du zu einem absoluten Nichts. Aber wenn du träumst, bist du trotzdem ein absolutes Nichts, aber plötzlich wirst du vollkommen, weil zu diesem absoluten Nichts plötzlich auch ein sich ständig veränderndes Vergängliches, das ewige Nichts wird zu einer ständigen Veränderung. Und das sind die zwei Seiten, das Nichts und das Alles. Er wird zu Alles. Aber nur immer in kleinen Facetten. Sie muss die Abgrenzung vom Rest des Universums aufrechterhalten. Zum Beispiel, indem sie überschüssige Moleküle aus der Zelle pumpt und... Diese Moleküle, ich erspare mal jedes dieser Worte, was du feststellst, mir kommen doch... So für eine unterschiedliche Konzentration dieser Moleküle innerhalb und außerhalb sorgt. Inner H-All ist eine Polarität und außer H-All ist auch eine Polarität. Wir machen es, H-All ist das Nichts, das ist Gott. Ja. Das ist aber genau genommen, spielt sich das Spiel immer in einer absoluten Symmetrie ab. Ja. Darum musst du jetzt, Heilungsprozess ist meine Sache mit dem Puzzlestückchen, dass du dir zuerst bewusst machst, es taucht was in dir auf, das ist ein Reizauslöser, der hat noch keine Qualität, keine Qualia, die entsteht durch deine einseitige Bewertung. Ich baue immer auf die vorhergehenden Selbstgespräche auf. Und der Heilungsprozess ist, dass du zuerst einmal erkennst, alles, was dir gut erscheint, ist auch böse. Und umso besser dir das erscheint, umso schlechter ist es. Darum sage ich, umso kranker du jetzt irgendeine Information von dir definierst, als schlecht definierst, umso besser ist sie. Wenn du das ganzheitlich siehst. Für all sowas braucht die Zelle Energie. Energie ist natürlich hier ganz schlichtweg und einfach, wenn wir in unsere Energie reingehen. Muss ich nochmal. Energie ist inneres Wirken. Denk an die Entropie. Das ist dann dieses Spiel, muss doch geschichtlicher Begriff. Energie, griechischen Artikel rein, die lebendige Wirklichkeit, die Wirksamkeit, das heißt eigentlich wirklich inneres Wirken. Okay? So wie bei der Entropie mir praktisch den Entropos haben. Die Wendung, die doppelt aufgespannten Enden, kannst du wie bei einer Batterie Plus und Minus nehmen. Das ist dieser Satz, wenn du vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse ist, dann wird dir das Licht des Bewusstseins aufgehen. Solange du einseitig bist, lebst du in der Finsternis. Wenn du von der Batterie Plus und Minus beides zu einer Einheit verbindest, das ist die Erleuchtung. Jegliche Art von Einseitigkeit, irgendwas zu bekämpfen oder nicht haben zu wollen, ist Entheiligung und ist Leid. Wie wird im Universum benötigt, um zu arbeiten, Dinge zu bewegen oder zu... Schönes Beispiel jetzt. Da kann man so viel, den Tunneleffekt in der Physik, da steckt alles drin, dass übrigens auch unsere Lichtgeschwindigkeit polieren und Veränderung herbeizuführen. Kennst du das Spiel? Wenn wir das jetzt an, ihr seid noch dran? Ja, ja. Wenn wir das jetzt machen, ich habe immer ganz kurz, ich flecht, was ich schon sehr genau erklärt habe, mit rein, wenn wir uns jetzt hier absolut einmal abstrakt Stahlkugeln denken. Und du nimmst jetzt eine Stahlkugel und du lässt die da hinfallen, gibt hier ein gewisser Energieimpuls, was hier nicht einmal mit Lichtgeschwindigkeit, das ist jetzt genau das, was mit Lichtgeschwindigkeit weitergegeben war, in dem Moment, wo die Energie hier reingeht, wird genau diese Energiemenge am Ende des Tunnels hier sich ablösen und hier hochgehen. Wie lange braucht dieser Impuls innerhalb dieser Reihe? Wenn ich zwei gleichzeitig hochhebe, gehen hier zwei Stück wieder weg. Jetzt denk dir mal, wir machen jetzt mal ganz abstrakt, ohne diese ausgedachten Reibungsverluste und so, Stahlkugeln aneinander, und zwar eine Reihe von Stahlkugeln, die machen wir jetzt einfach mal 1 Million Kilometer auseinander. Stahlkugeln. Wenn du ein einziges hier oben reinfallen lässt, wird exakt in dem Moment, wo das aufdrückt, in 1 Million Kilometer das andere wegspringen. Das heißt, zwischen dieser Reihe gibt es keine raumzeitliche Bewegung. Das bewegt sich dann eigentlich, so wie ich das erkläre, mit Lichtgeschwindigkeit. Nämlich überhaupt nicht durch Raum und Zeit. Es ist nur wieder zwei ausgedachte Punkte, die wir uns auseinanderdenken, wo das gleichzeitig passiert, bloß gespiegelt. Wenn das hier reingeht, kippt auf der anderen Seite was raus. Und den Abstand gibt es nicht, weil sich alles in dem Punkt abspielt. Ich hoffe, diese einfache Erklärung kann man nachvollziehen. Wenn nicht, musst du im alten Videos auch... Dinge zu bewegen oder zu manipulieren und Veränderungen herbeizuführen.
Energie selbst kann nicht hergestellt oder zerstört werden. Das ist die große Erkenntnis. Die Energie selbst kann weder hergestellt noch vernichtet werden. Es ist nichts und alles gleichzeitig. Das ist unser E-Quadrat. Die gesamte verfügbare Energie im Universum ist unveränderlich. Das heißt, der träumende Geist, die 200 Gramm rote Niere, verändert sich nie. Es ist immer dieselbe Geschichte, egal was du anschaust. Nur in einer anderen Form. Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht, ist dieselbe Geschichte wie Lügen haben kurze Beine, wenn du in die tiefere Ebene reingehst. Und wird für immer gleich bleiben. Im Meer gleich bleiben. Warum, wissen wir nicht. Es ist Wir wissen das, wir haben Holo-Feeling. Ach so. Vor Milliarden Jahren war eine der wichtigsten... Immer dich dieses Los, die du dir jetzt ausdenkst. ...Hürden für das Leben, Energie nutzbar zu machen. Wir wissen kaum etwas über die allerersten Zellen, außer dass sie ihre Energie aus einfachen chemischen Reaktionen gewannen. Jetzt baust du Vorstellungen auf, egal ob du den Mikrokosmos dir vorstellst, physikalisch, ob du dir jetzt hier diese kleinsten Zellenteilchen vorstellst, ob du dir den Makrokosmos mit schwarzen und weißen Löchern und Antimaterie vorstellst. Das sind alles Vorstellungen, da gibt es nichts zu entdecken. Das sind Märchengeschichten, die extrem dienst sind. Ich sag dir, verstehe, die Märchengeschichten sind das Wertvollste, wenn du hast, wenn du weißt, dass es um die Metaphern geht. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Sie entdeckten das ultimative Energie... Übrigens, T-Ecken, geöffnete Ecken. ...Transportsystem, den energetischen Baustein der Welt. Das Molekül Adenosintriphosphat, kurz ATP. So, jetzt lasse ich das stehen, das geht jetzt in einem Wort. Wir gallen uns jetzt bloß einmal auf diesem Wort auf. Und zwar rein, dass ich dir jetzt zeige, wir gehen ins Hebräische rein. Und das ist sehr, sehr wichtig. Da mal zwei, jetzt hast du mal zwei, ich bleibe nur, da gibt es natürlich wesentlich mehr Möglichkeiten. Dieses ATP schreiben wir jetzt erst einmal so. Das ist praktisch 1,9. Der Schöpfer ist der Spiegel und das Wissen. Na, seid ihr noch dran? Ja. Ja. Dann ist gut, weil der braucht man mal ein bisschen. Das hast du jetzt rot gelesen, der Schöpfer ist der Kopf des Schöpfergottes in der Reihe, heißt ja Spiegel auf Hebräisch, im Mittelpunkt. Und dort ist die Weisheit, das ist das absolute Licht. Darum sage ich, Energie kannst du auch Licht nennen. Mhm. Jetzt natürlich geistiges Licht. Blau gelesen, die Schöpfung sind die Spiegelungen, auftauchende Spiegelungen von Wissen. Und das heißt, ich möge weissagen, predigen, eifern, ich werde weissagen, ich triefe, und ich lasse prophetische Worte fließen in dir, jetzt in diesem Moment. Dieses Ich ist Ich, C-H-I-C-H-U-P. Okay? Ja. Schau mal. Plus eins, minus eins. Äußerer Wert ist das, was geboren wird. Innerer Wert ist die 81. Das ist aber, das wird jetzt zu weit gehen, wenn ich darauf eingehe. Verborgener Wert ist der eine, plus fünf, minus fünf. Da steckt unser Hobby auch mit drin. Das ist das System der Welt. So, und dann haben wir natürlich noch ADP. Und jetzt wird es natürlich ein wenig komplexer, weil ich dir jetzt was anderes zeige. APD, Entschuldigung, so rumbrauchen wir es. Bin ich jetzt denn doof? ADP, den haben wir gerade gehabt, das Weissagen, und dann brauchen wir ADP, so rum. Und den gibt es nicht. Den gibt es natürlich schon. Das ist jetzt bloß ein Wort, wo du in Wörterbüchern nicht findest. Wir wissen, A kann man als Vorsilie schreiben. Und jetzt dieses kleine DP. Ist das Entscheidende. Das wird jetzt im ersten Moment überhaupt nichts sagen. Das ist ein Bauch, ein Trommel, ein Rahmentrommel, ein Tamburin, ein Trommel. Jetzt könnte ich zwar wieder aufhören, aber irgendwie stört sich jetzt ab. Aber ganz wichtig ist diese Kleinigkeit, etwas bezüglich auf die Gewandung des Königs. Kleinen Moment, ich muss aufmachen. Den werde ich so lange unterhalten.
Hallo Andrea. Ja, jetzt können wir mal Hallo sagen, weil kommt man ja nicht dazu. Gespräch. Genau. Ihr habt gerade eingestartet jetzt, ne? Bitte? Ihr habt gerade eingestartet. Ja, ich glaube, so bei Minute 40 oder 35 bist du dazu gekommen. Okay. So. Seid ihr noch da? Ja. Können wir weitermachen? Sorry, jetzt raumzeitlich ausgedacht, Postbote. Das ist die Gewandung, das findet man, da müssen wir jetzt in Gesenius reingehen. Das ist die Übersetzung Langenscheid in den modernen Wörterbüchern. Gesenius gibt es da eine ganz bestimmte Stelle. Und zwar geht es Gewandung. GE-Quadrat, doppelt aufgespannt A in D des Königs, eine Gewandung des Königs. Und zwar dieses kleine Radix, die findest du, da schwimmen wir jetzt ganz kurz einmal rein, da steckt alles in einem einzigen Vers. Und zwar ist es 28, wir haben 28 Zeichen, Aleph, Aleph denken, also das sind die vier Oktaven und die sind praktisch eins. Wenn du das jetzt lesen tust, dieser Vers 13, du warst in Eden, den Garten Gottes, allerlei Edelgestein waren deine Decke, deine geöffnete Ecke, Satisdobas, bla 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 bla. Das Kunstwerk deiner Tamburine und deiner Pfeifen waren bei dir an den Tage, da du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Du warst ein schirmender, gesalbter Cherub, denk an unsere zwei, schau das kleine Bild an. Ja. Und ich hatte dich dazu gemacht, du kriegst da nichts mit, wenn wir das jetzt im Original uns anschauen, was du feststellen, dass was ganz was Irres passiert, das wird jetzt die exakte Beschreibung, was ich in der Holo-Arithmetik mache von Hüben 3 und Drüben 3. Absolut exakt und präzise hier beschrieben, wenn du nicht dort die ganzen Edelsteine bedeuten, nämlich was ganz was anderes. Ich lasse das einmal stehen, bevor ich jetzt da weitermache, müssen wir einen kleinen Sprung machen. Und zwar, wir müssen einen Sprung machen in den Thalamus. Was ist der Thalamus? Der Thalamus ist ein Areal, in dem jetzt symbolisch ausgedacht Gehirn in dir. Das lateinische Wort Thalamus ist das Schlafgemach, die Kammer. Das ist ein ZW, immer dran denken, zwei Fillen, Befill oder Ischen heißt schlafen und etwas vor sich hinträumen, alternieren. Das passiert in deinem Hirn. Und setzt dich in vielen Kerngebieten, im Kern, im Zentrum zusammen. Aus vielen Kerngebieten, das sind die ausgedachten Mittelpunkte, die sich in dem Schlafzimmer dann in dem eigentlichen träumenden Geist eins werden. Genauer Thalamus, Dor heißt Generation, Salis. Ich will jetzt da nicht so arg drauf eingehen, sondern ich werde dir zeigen, dass in dem Wort eigentlich schon der komplette Spiegeltunnelkomplex, den ich beschreibe mit Hüben 3 und Drüben 3, drinsteckt. Wir müssen bloß in das griechische Wort Thalamus reinspringen. Und jetzt erzähle ich nochmal was von Thalamus. Der hat nämlich eine Eigenart. Wenn du dir jetzt deinen Körper ausdenkst, hast du zuerst einmal die fünf Hauptsinnesorgane. Wenn du Medizin studierst, lernst du, dass die Rezeptoren, die Empfänger dieser Sinnesorgane, von vier Sinnesorganen, die landen alle in den Thalamus. Das heißt, von der Cochlea, die Signale vom Ohr, was du hörst, geht in den Thalamus. Was vom Auge, von den Rezeptoren, jetzt immer, wir sind jetzt in der wissenschaftlichen Erklärung, dass was von außen kommt und nach innen geht, landet dann praktisch in den Thalamus. Dein Tastsinn landet im Thalamus, deine Geschmackspapillen auf der Zunge landen im Thalamus. Die einzige Ausnahme ist der Geruchssinn. G, E-Quadrat, Ruch, das sind die vier Weltgegenden. Ja. Der geht sofort ins lymphische System. Mhm. Jetzt muss ich natürlich wissen, was ist die Lymphe? Das ist zuerst einmal das Koll. Alles ist Wasser. Das ist das Wasser von Elaion. Das ist die Frischwassergottheit. Und das lymphische System ist eigentlich ein Körperwasser. Das wird jetzt das blaue Wasser. Mhm. Unsere Gedankenwelt ist das blaue Wasser und das rote Wasser ist der Geist selber. Das wäre die Gnede. Ich mache jetzt das sehr, sehr schnell. Die Lymphe ist natürlich, wenn ich jetzt das dieses Y wird ja sehr oft bei den Juden oft als J gesetzt.
Ich kann jetzt erst einmal LIM LIM schreiben, dann haben wir zu mehr zurück, der Rückkehrer, der ins Licht mehr wieder zurückgeht. Wirst du, wenn ich OB meinen Himmel für dich Geistefunk öffne und ich öffne dir, ich reiche dir meine Hand mit Holofeeling, ohne Angst zu mir zurückkehren und dich selbst und alles, was dir bisher wichtig schien, aufzugeben, bereit im Spiegel, bereit sind die Spiegelungen sein. Ja. Wir können das natürlich auch die Lymphe jetzt zum Beispiel mit einer 70 schreiben. Dann dieses Am ist ja Volk mit 70, dann heißt es zum Volk, aber wir haben ja zwei Seiten. Wirst du jetzt zu dem Volk gehören, das du Trockennasenaffen nennst? Enosch, Medim, vergängliche Erscheinungen, oder wirst du ein Geistesfunke ganz bewusst und du hörst zu meinem Volk? Ich habe gesagt, meine Familie besteht nicht aus Trockennasenaffen. Die kann ich mir natürlich auch als Trockennasenaffe eine Familie ausdenken. Das ist die Lymphe. Kannst du ungefähr folgen? Ja. Ganz grob. Das müssen wir jetzt vorneweg wissen, weil wir wollen uns ja jetzt erst einmal hier anschauen, die mache ich jetzt gleich weg, weil das habe ich erklärt, die machen wir jetzt ganz einmal, der Thalamus, wir wollen uns den jetzt einmal in Griechisch anschauen, also im Lateinischen. Ach, können wir wegmachen, machen wir gleich Griechisch. Wir können jetzt da noch tiefer reinspringen. Ich mache mal nur die Radix, wie ich es immer mache. Das ist erst einmal der Wohnort, die Behausung. Ich lese jetzt das, kannst selber machen. Das ist dann weiter immer mit der Endung. Haben wir das Brautgemach? Jetzt wird schon interessant. Die äußeren Zeichen, lese einfach BR, die polare Berechnung sind Zeichen. Out, das hebräische Wort für Zeichen. Und das ist GE-Quadrat vom Bruder. Die Geist, ja. Diese geistige Energie vom Bruder. Bruder zu Bruder. Das Ganze ist das Brautbett. Ins Brautgemach führen. Wieder hineingehen in dieses Zentrum. Das ist ja in einem gewissen Maß, musst du wissen, dass wenn ich sage, all deine Sinnesorgane, wo angeblich irgendwas von außen in dich reingeht, das heißt Schlafzimmer. Ja. Schlafzimmer ist, du träumst jetzt. Und ich sage, dein Gehirn symbolisiert einen Computerchip und da geht nichts von außen nach innen, sondern es geht das Signal von dem Gehirn auf die Farbbrille, auf die Rezeptoren. Die Rezeptoren werden nicht von außen von Photonen angeregt, die ja gar nicht von außen kommen können. Du siehst es und es ist da, sondern du denkst es. Und deine Gehirnstruktur, das ist ein Computerprogramm, eine Matrix, lässt auf deiner Farbbrille die entsprechenden Lämpchen aufleuchten. Und du hörst was und das Gehirn steuert jetzt in deiner Cochlea diese Signale, dass du das sinnlich wahrnimmst. Du musst es genau spiegeln. Drum laufen die ganzen Sinnesorgane bis auf den Geruch in den Thalamus rein. Der Geruch geht sofort ins klare Wasser, weil Geruch sind ja der Geist, sind die vier Weltgegenden. Jo. GE-Quadrat wird Ruch. Das muss schlafwandlerisch setzen, wenn du das intellektuell verstehen willst. Und darum ist es zum Rot geschrieben, der Geist. Und blau geschrieben sind es auch deine vier Himmelsrichtungen. Der Wind, doppelt aufgespannt, in Öffnung. Bereit machen, im Spiegel Spiegelungen machen. Und das ist ein ZW-Ischenraum. Dieses Befehl, die zwei Befehlen erzeugen deinen Traum und die erzeugen jetzt den Raum. Das ist ein Traum. Und immer dran denken, die vier Weltgegenden sind die ausgedachten, das sind unser Tetraederspiegel. Und den zeige ich dir jetzt. Lass dich einmal überraschen, wenn wir da weiter runterfahren. Ins Brautgemach führen, das kommt jetzt in die Gemächer. Jetzt interessant, der Lema, der Lame, ist jetzt der Aufenthalt. Das Lager, GR, der Geist erweckt jetzt den Aufenthalt in Schlupfwinkeln. Jetzt kommen wir schon langsam in unsere Ecken rein. Und zwar besonders von Fischen und Wassertieren, das sind die Tiere, die in El Hayom leben und nicht um das Meer herum ausgedachterweise. Kannst du folgen in der Symbolik? Ja. F-Isch, wissen wir ja, heißt Facetten, die jetzt in dem Meer, denk an den Eiswürfelfisch. Ja. Dass der Geist selber seinen Aggregatzustand verändert und dadurch einen Unterschied macht zu den immer seinen Wasser. Ja. Dann haben wir hier zusätzlich
Eine Art ergibt, immer dran denken, Schiff, Ski, das Geschenk von zwei Facetten, ist auch ich. Das Ich ist immer in einem gewissen Maß, das passt, diese Ichs sind gebunden im Meer, immer. Und jetzt können wir weiter im Schlafgemach, im Zimmer der Frau. Die Frau symbolisiert, wie wir wissen, das Frau U, das Fragebogen. Jetzt kommst du schon hier in deine Peripherie. Jetzt haben wir die Kammerfrau, die Kammer, habe ich dir gesagt, das hast Bogen. Bist du dabei, Holger? Ja, ja. Das ist Frau, die Frau ist ja Fragebogen, Frau heißt ja doppelt aufgespannt im Kind. Das ist jetzt die Frau. Und Kammer, die Kamera mehr gehabt. Das heißt, jetzt wird die Frau dein Gesichtsfeld vor dir, wo du hast, baut auf zwei Flächen auf. Und das ist ein Halbkreis eigentlich, wo du reinschaust. Denk dir mit dem Dahlgesetz, du schaust immer in einen rechten Winkel rein, wenn du die zwei äußeren Seiten zusammenschmeißt. Ja. Weiß jetzt der Holger Bescheid, da sind wir wenn tiefer reingegangen in die Arithmetik, beziehungsweise in die Geometrie. Jetzt haben wir hier plötzlich, wenn wir weitergehen, die Braut Nacht, die Existenz in der Acht, die existierende Schöpfung wird in Schrecken versetzt, Jedi. Das sind jetzt deine Blickwinkel, die immer gequandelt sind. Und du landest jetzt irgendwann einmal da unten beim Thalamus. Und das ist jetzt schlichtweg zusammenhängend eigentlich der Ort, wo es warm ist. Müsste ich jetzt das hebräische Wort wieder machen, was mir wichtig ist. Das ist das eine Zimmer, das geheizt wird. Alle Zimmer drumherum sind kalt. In der klassischen Vorstellung. Aber interessant, ich will jetzt, denn jeder dieser Worte wäre interessant, aber was jetzt ist, der kann das Griechisch hier nicht automatisch übersetzen. Und das ist relativ einfach, wenn wir uns das anschauen. Das heißt, das Meer heißt Megas. Megas ist groß, das Mega. Thalamos, wissen wir, heißt Schlafzimmer. Das Megas, Thalamos, und was ist jetzt das für ein schönes Wort? Was steht da? Kannst du das lesen, Holger? Nein, kann ich nicht. Wieso nicht? Griechisch Amphi, Amphitrites. Was heißt das? Das heißt nochmal, das große Schlafzimmer ist Amphitrites. Schauen wir es uns doch einfach mal an. Hat auf dem Wasser gesehen. Amphi. Unterscheidet sich eigentlich und ursprünglich von Peri. Peri heißt nämlich auf allen Seiten ringsherum, Peri habe ich so oft gesagt, dieses Amphi unterscheidet sich von Peri, dass es nicht ringsum ist. Amphi heißt auf beiden Seiten, auf zwei einander gegengesetzten Seiten eines Gag-Entstandes. Was ist jetzt da das Besondere dran? Das Besondere dran ist, dass dieses Wort mit Tri weitergeht. Auf beiden Seiten ist ein Tri. Sorry. Drei. Dreimal hüben drei. Hansansan, Honsansans auf Sanskrit. Hüben drei und drüben drei. Du landest jetzt letztendlich hier in dieser Form, hüben sind drei und drüben sind drei. Hast du das verstanden? Ja, da kommt ja sonst keiner drauf, wenn du das nicht, da kommt keiner drauf, ehrlich gesagt. Das heißt also hier in unserem Schlafzimmer sind hüben drei und drüben drei. Ja. Das große Schlafzimmer, Amphi, wo gegenüber drei, hüben drei rein, drüben drei rein, Amphitrites. Wenn du jetzt da runter gehst, wirst du jetzt was ganz eigenartig, mach einmal die Vorsilbe ein wenig kürzer, dann wirst du feststellen, das platzt auf. Dieser Aufbau, dass du jetzt Wohnortbehausung, dass jetzt das nicht endet mit dem Thalamus, sondern jetzt, wenn wir weiter runterfahren, wie sich die Wörter entwickeln, landest du nämlich plötzlich im Meer, das salzige Wassertempel vom Unglück. Und jetzt wird es interessant, jetzt kommst du langsam zu den Fischen, wo ich gerade gesagt habe, F ist die Erwachtwann in dir. Denk an den Jesusfisch, an den Ichtis. Ja. Und zwar sind es die sich
auf dem Meere aufhalten und im Meere sind. Mit einem Bein steht er im Meer und im anderen steht er auf dem Land, auf dem Rand, auf dem Wasser. Das gilt dann übrigens auch die Tiefere im Schiff. Wenn wir das jetzt weitermachen, wird genau beschrieben, in einem Schiff, in einem Ich ist es speziell ein Teil, der unter der Wasseroberfläche ist und einer, der drüber ist. Ja. Der Menschenfischer ist eigentlich immer Fischfang, im Meer leben, vom Meer leben, darin enthalten sein, aus dem Meer geboren werden, aus El Hayom heraus geboren werden. Und das ganze Spiel, weil zufällig irgendwas entstanden ist. So, und jetzt schauen wir uns das einmal ganz kurz an, was da wirklich steht. 28 Zeichen, die eins sind. Eine Oktave, beziehungsweise vier Oktaven, diese 1-4-Struktur. Das beginnt erst einmal hier dieser einfache Satz, und du warst in Eden, dem Garten Gottes. In Eden, das ist übrigens dieses Edis Zeuge bis Ewigkeit, ist Garn, das ist das Paradies. Von El Hayom, Gott im Meer. Und dann geht es weiter, was die jetzt übersetzen. Du warst, du wirst, das ist, es gibt keine Vergangenheit. Alles ist jetzt, darum steht da unten auch ganz klar, das ist eigentlich jetzt erst einmal grammatikalische Form, perfekt, zweiter Person. Das heißt, du bist. Es ist jetzt alles. Ein Stein. Eben. Ich spreche mal eben aus. Das heißt, du warst in Eden, im Paradies, den Garten Gottes, allerlei Edelgestein. Da steht jetzt alles, Kol ist ein Stein, ein Stein. Da steht keine Mehrzahl. Das Meer ist ein Singular. Es wird erst dann zu einer Mehr, Z-A-H-L, wenn es Wellen aufschmeißt. Es ist eins und alles gleichzeitig. Denk, was ich dir erzählt habe von der absoluten Eins. Die absolute Eins ist unendlich groß und die ist nichts. Und das kannst du nicht erreichen. Weil dann würdest du dich im selben Moment auflösen. Mit allem, was vorher war und was nachher noch kommt. Und das setzt dich zusammen aus dem Vater und aus dem Sohn. Ab und Ben. Ja. Jetzt das Nächste. Hier dieses Korah. Da wird es jetzt ganz hier entgegengehen, eingehen, begegnen, wieder begegnen. Das ist eine Erklärung für ein Einswerden. Aber das ist die eigentliche Kostbarkeit, das Kostbare. Und darum machen die dann aus den Steinen was Edles. Das Kostbare ist, dass du wieder eins wirst mit allen. Ich mache jetzt das sehr, sehr einfach. Und jetzt kommt der Schmuck, hast eigentlich geöffnete Ecken, eine Bedeckung. Die Einzelteile, die du dir jetzt anschaust, wenn man hier schaut, aus was sich das zusammensetzt, das hast du mal die endradigste Suffix. Ist ganz interessant, es ist negativ gelesen, es ist Unheil und Verderben. Aber genau genommen heißt es ein Stich. SD-Ich ist rot gelesen, ist es ein bewusstes, immer seiendes Ich. Blau gelesen ist eine raumzeitliche Erscheinung eines Ich. Aber jetzt ist es das hier in einer genauen Erklärung, wenn du in die Etymologie reingehst, heißt es die Entfernung zwischen zwei Stichen. Denk wieder, wenn ich hier den Körper nehme, das Opfer, die Welt. Das Zusammennähen. Die Ecke ist das Zusammennähen von zwei Stichen. Das ist eine geöffnete Ecke. Und die musst du jetzt eins machen, weil letztendlich alles aus der Eins ist. Das ist die Gestalt gewordene raumzeitlich, deine Gestalt gewordene Raumzeit. Diese Gestalt gewordene Raumzeit ist dein Frondienst. Ein Tribut. Du bist immer, denk wieder, dir, wenn ich von dir rede, bist du der Wohnungsinhaber oder ein Mieter. Da musst du Frondienst ableisten. In Front von dir. Konfrontation. Da steckt der Fron mit drin. Was ist ein Fron? Deine Seele. Sekte. Es-Ekt. Im Adam. Das ist das Interessante. Hier das Edelgestein war deine Decke, deine geöffnete Ecke. Mhm. Und jetzt kommen diese Steine. Und das ist natürlich jetzt ganz toll, wenn du die Steine liest. Da haben wir zuerst einmal den Dobas. Aufbauen gibt es dieses Wort. Wir müssen es einfach bloß rot-blau lesen. Das Wissen ist gespiegelt, geöffnete Wahrnehmung. Kannst du folgen?
Ja. Einfach nur Wissen ist gespiegelgeöffnete Wahrnehmung. Wir müssen uns den Dobas und den Chrysolith anschauen, ihn wieder in, wir wollen ja in die Teilchen, wir wollen das ja materiell erklärt haben. Schauen wir mal, was der Dobas ist. Da steckt Ober, ist UB. Der Mineral Dobas, auch unter der irrenführenden Handelsnamen bla 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 bekannt, sächsischer Diamant, ist ein häufig vorkommendes Inselsilikat mit der chemischen Zusammensetzung bla 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 bla. Klingt im ersten Moment nicht so interessant, was aber viel interessanter ist, ist das Inselsilikat. Was ist ein Inselsilikat? Du wirst es gleich merken. Zuerst einmal müssen wir wissen, das hebräische Wort für Insel ist Ei. Das ist der Schöpfergott Roth oder die Schöpfung intellektuell. Heißt nicht, ist eine Verneinung, heißt nichts, nichts. Das ist der Schöpfergott, kann man auch Ei nennen. Und das ist eine Insel. Ich sage, wenn jetzt das El Hayom, das Meer, unten eine Eruption, UB, erweckt aus sich selbst heraus eine Gedankenwelle, ich stoße mit meiner göttlichen Faust nach oben, es wächst ein Wellenberg raus, wenn der aus Wasser ist, ist der eigentlich nichts. Das ist eine Schöpfung Gottes. Und du machst jetzt mit der Schöpfung deines Intellekts eine Vorstellung, die anders ist wie das Wellendor dazu. Aber jetzt kommt es eigentlich erst. Schau mal, ich fahre jetzt da mal ganz kurz rein. Wir schauen uns das Inselsilikat an. Das sind Silikate. Interessant ist das hier. Das ist ein Tetraeder. Mhm. Und zwar ist ein Rote in der Mitte und vier Blaue drumherum. Das sind die vier Phasen. Ja. Es ist das Bewusstsein Gottes. Und das sind die Augenblicke drumherum. Das sind, sagst du mal, die vier Phasen. Sieht das schön aus? Inselsilikationen, das Darstellung der Atome, links das Blaue, ausgedachte, die nicht teilbaren, und das Bewusstsein Gottes in der Mitte. Das ist wieder ein schöner Zufall, dass das passt, Holger. Ja, super. Und zwar sind Silikate, sind SiO4-Tetraeder, das Bewusstsein Gottes, und vier Phasen drumherum. Das sind unsere Tetraeder, das sind die vier Flächen. Du kommst aus dem System nicht raus, weil da ein arithmetischer Hintergrund dahinter ist. Das ist einmal das, wo alles beginnt. Der Adam beginnt erst einmal mit Dobas. Jetzt könnte ich den Chrysolith, das können wir machen, es ist perfekt. Das nächste ist Jaspis. Da wird hier Dobas. Hier in der deutschen Übersetzung benutzen sie bloß das Wort Diamant. Das stimmt übrigens nicht, weil das Diamant auf Hebräisch anders geschrieben ist. Aber gut, da sind wir, wenn flexibel, eigentlich ist es Jaspis. Diamant heißt übrigens ausgedachtes Mand, denk an Mand. Dia ist ja die Öffnung deiner intellektuellen Schöpfung. Muss ich trotzdem kurz reinspringen? Da müssen wir jetzt ganz kurz das Mand da reinmachen. Das Mandelum. Schau, Diamandelum. Mand, Diamant. Das ist eine Hülle von Glitzern. Genau genommen ist es eine geöffnete Ecke. Da kann man jetzt den Jaspis, den Thalamus, kann man wegmachen. Da haben wir schon SBI, merkst du? Gottes, göttliche Schöpfung ist meine Schwelle. Das ist SiO2. Ich merke jetzt, das wird jetzt so weit führen, wenn ich jetzt da reinfahre. Du kommst wirklich aus dem ganzen Gesamtsystem nicht raus, egal was wir machen. Die Inselsilikate. Das sind Tetraederstrukturen, wenn wir uns jetzt da reinlesen. Es geht hier um einen rein geistigen Aufbau von Divisionen, die sich permanent wiederholen. Dann haben wir das nächste, das haben wir Tarshish. Das ist Chrysolith Dobas Türkis, Türkis. Kis ist hebräisch, ist es der Thron. Und Tür ist die Reihe, der Spiegel, die Spiegelquintessenz ist der Thron. Was hier steht, ist das da mal, die Reihe ist Shish. Logische Gestaltwerdung. Das wiederum ist das hebräische Wort unter anderem für Marmus, das heißt jetzt, das da mal, das ist, es gibt, es ist Marmor.
Marmor kommt vom Mare, heißt eigentlich Alabaster, heißt eine gespiegelte Wasserfläche. Mare fängt das Meer, fängt an, eine gespiegelte Fläche aufzubauen mit plus minus Wellenberg. Das Shin ist übrigens hier Relativpronomen gelesen. Diese Reihe wird praktisch zur Gestaltwerdung, indem es auf der Oberfläche eine gespiegelte Fläche aufbaut. Darum kommt das Wort Marmor auch vom Mare. Glänzender Spiegel, der Stein. Marmor ist ein Spiegel, ist eben. Schau, da haben wir das eben. Im Garten eben ist ein Stein. Stein spricht man auf Hebräisch eben aus, das heißt die Schöpfung einer polaren Existenz. Und das Ganze passiert im Tschisch, auf einer gespiegelten Oberfläche. Lies es da, glänzender Stein wird zu einer spiegelnden Meeresoberfläche. Ich hoffe, du kannst da ahnen, was ich dir sage, ansatzweise. Jetzt wird es natürlich interessant, in dem Moment kriegst du auch nichts. Ich mache nur, was da steht, M am Ende gelesen, dran denken, Besitzanzeigen, das Fürwort Sinn, Sinnhe gesprochen, heißt es das Lamm. La, die Lichtschöpfung besteht aus 2 M. Und das ist das Symbol des Lamm Gottes. Das mit einem Bein im Meer und mit dem anderen auf der Oberfläche ist, am Land steht. Dann kriegen wir den hier. Und jetzt kriegst du schon den Rand, die Sprache, weil ich erzähle dir ja etwas. Darum ist die Sprache auch die Lippe zwischen oben und unten. Denk, wenn ich die Fokalisationen mache, der Rand, der Saum und U, P erweckt, ist jetzt aufgespannte Facetten, die erweckt werden. Lebt man es geistig oder nicht geistig? Das heißt aber auch glätten, umsäumen und entschädigen. Und in dem Glätten hast du jetzt wieder deine Welle, ist die Schöpfung von 2 Erscheinungen zu einer Existenz. Und dann fängst du an, dich zu entschädigen. Schad wiederum, der Dämon, die Brüste und so weiter und so weiter. Jetzt lassen wir es, glaube ich, gut sein. Es wäre jetzt interessant, wirklich das Wort für Wort, wenn du die Grundlagen hast. Schau mal, was du jetzt hast, unsere Spirale. Haben wir doch gehabt am Anfang, die Spirale. Ja, genau. Selber. Und was ist die Spirale? Das ist Rubin-Karafunkeln, es fängt an zu funkeln. Den müssten wir jetzt auch wieder, was der ist in der Bibel. Das ist jetzt nämlich, das ist ein Gefunkel, das du kriegst in einem Smaragd. Das ist ein Kristall. Und wenn wir jetzt darüber fahren, kommen wir dann irgendwann einmal hier ein Gold, das ist reines Gold. Gibt es verschiedene Wörter für Gold. Und diese Geschäftigkeit, pass auf, das Kunstwerk der Tamburine. Schau mal, unsere Ausgangsbasis war das. Deine Tamburine. Kannst du dich erinnern? Tamburine kann ich mich nicht erinnern. Ne? Das war unsere Ausgangsbasis. Sind wir noch? ATP. Ja, das weiß ich. Und diese Ik-Endung ist Mehrzahl. Das heißt, das da mal nebenbei, er schlägt, er schlug, er trifft, er tötete, bereitete eine Niederlage und als Suffix gelesen heißt es deine und das Wort vorher wird zu einer Mehrzahl. Und dort dieses Wort alleine hier, da haben wir angefangen, der Tamburin. Ah, ja. Okay. Die Handtrommel, das ist eine kleine Handtrommel. Hand wiederum ist J, die intellektuelle Öffnung. Mhm. Und die werden jetzt Vertiefungen. Das heißt nämlich auch deine Vertiefungen. In dir. Matrix, Patrize, Matrize. In dem Tage, das heißt hier ganz, ganz definitiv auch Inszenierung. Eine Inszenierung. Wo passiert die Inszenierung? In heute. Im Tag. Heute. Das heißt auch in mir ist ein aufgespanntes Meer. Und da ist natürlich auch ganz gut, das heißt dann hier, da du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Vergiss, es ist nie was in der Vergangenheit gewesen. Das sind perfekt, ausdrucksweise in Perfektformen. Das ist hier das Bara, siehst du das? Die Quintessenz ist dein Bara, dein Schöpfen. Das geschaffen, du wirst zwar dann irgendwann ein Affe, wenn du denkst, dass du in der Vergangenheit als Säugling geboren wurdest von einem Affenweibchen, da steht aber nicht erschaffen, sondern schöpfen, da du geschöpft wurdest. Hier, Bara ist schöpfen, dein Schöpfen. Hm.
Und da ist die Basis, unsere Basis kennen, Fundament, ein Fundamentbild. Und jetzt kommt, du warst ein schirmender, gesalbter Cherub. Immer dran denken, schau das Bild an, der Cherub ist diese zwei, diese Symbole. Ja. Wenn wir jetzt ein Mittelteil machen, dass die zwei Ecken sich zu zwei Gesichtsfeldern aufformen. Jetzt kommst du in dieses Prinzip rein. Das wird hier beschrieben. Wir können jetzt auf die Zahlenebene gehen, wenn wir das noch in Einzelteile aufmachen, was du feststellen, es ist ein unendlich präzises Computerprogramm. Kein religiöses Geschwätz. Bring mir in deiner Welt einen Theologen, der das weiß. Bring mir einen Physiker, bring mir einen Chemiker. Ihr lebt in der Welt von Märchengeschichten. Ihr Menschen seht, laufen Sachen, die noch nie einer gesehen hat. Sachen, die ihr euch vorstellt, weil man euch erzählt hat, das ist da außen so. Ein heliozentrisches Weltbild, wo irgendwelche Kugeln sich um meine Sonne rumdrehen. Zeig's mir doch ganz einfach. Zeig mir jetzt die Sonne. Wo war die ganze Zeit die Sonne? Die hat nicht existiert. Du selbst bist dieser schirmende, gesalbte Cherub. Und ich hatte dich dazu gemacht, du warst auf Gottes heiligen Berg, du wandelst inmitten feuriger Steine. Da haben wir zuerst einmal den Cherub. Ich will jetzt da nicht so arg, die müssen wir einzeln anschauen. Jetzt wird der Cherub wird ausgestreckt. Das ist mit ausgebreiteten Flügeln. Ausgestreckt, die Ausbreitung. Berei, immer dran denken, Berei. Er salbt, der Beschmierte, das führt dich dann übrigens, dieses Einstreichen, dieses Bestreichen führt dich dann in Mati rein. Mati heißt doch auch einreiben. Reiben heißt eine Spiegelpolarität. Auf Sanskrit. Und jetzt werden das geöffnete Ecken. Diese Reibolaren, immer dran denken an unseren unendlich. Wenn ich sage, der Kreis ist eigentlich ein Unendlicheck, weil jeder Punkt, wo du den Kreis als Peripherie zusprichst, ist, wenn man da Unendlicheck draus machen kann, die zwei Becken, die zwei Seiten, die schwellen dazu. Ja. Wenn du deine Peripherie veränderst, das dann mal in einem Kreis, in einer Kreisebene. Mhm. Sieht so wirr aus, was jetzt interessant ist, ist dieses Wort, das ist wichtig, wenn ich das immer mache. Mhm. Was heißt dick, Holger? Die Mitte, ne? Der mittelste, aber was steht da dafür? Und ND, was ist ND alleine? Auf und ab. Ich sage immer, diese Radix heißt das Gag-Ebene. Ah, okay. Die Ebene ist die Mitte. Das ist der Mittelpunkt. Und im Berg, H ist der Berg, B vor Silbe im Berg, die Berggegend, rot gelesen heißt es, in der Quinte, im Quintessenzkopf ist die Heiligkeit, Kadosch. Im Quintessenzkopf, rot gelesen, ist die Heiligkeit von Elayon. Im Zentrum selber ist das Ganze die Gag-Ebene, die ausgedachte Ebene. Immer wieder an dieses Spiel hier denken. Die ausgedachte Ebene ist nicht die absolute Ebene. Der ausgedachte, schau bitte das Bild an, Mittelpunkt ist nicht der absolute Mittelpunkt, aus dem diese ausgedachte Welle entspringt, die du dir überlegst, die Experimente. Und jetzt haben wir wieder das Sein, das du bist, warst, in der Vergangenheit war nichts. Das ist genau genommen, ist das Perfekt. Perfekt heißt nur, es ist abgeschlossen, es war schon immer so. Und da machen aus Perfekt machen die Vergangenheit und aus Imperfekt machen die Zukunft. In der neuen modernen Quadratik. In der Mitte, doch ist dasselbe in grün, in der Mitte ist mein Stein. Das ist der Eckstein, den alle verloren haben. Bist dabei? Und da ist es Feuer, Asch. Und du gehst, kreist um dieses Feuer in dem Lebenswandel innerhalb deiner Geistesfunken, die du dir ausdenkst, die aus dir rausspritzen herum. So, jetzt nochmal wach. Ist jetzt das irgendeine andere Geschichte wie das, was ich seit Ewigkeiten erzähle? Ich erzähle dir das in den Upanishaden, ich erzähle dir das im Koran, du musst es bloß richtig übersetzen. Das System ist ganzheitlich. Du merkst, selbst die Physik und die Chemie steckt da mit drin. Ja. Yeah. Darum sind so kleine Sätze, es ist das Wertvollste, was du überhaupt bekommst von mir, sind diese Sätze, dass ich dich animiere, dass du anfängst, als Trockennasenaffe zu begreifen, dass du nicht dieses Ani bist, das du dir ausdenkst, wenn du an dich selbst denkst. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt, nichts und niemals anderes erlebt es. Und du hast deine eigenständige Traumwelt.
Und jedes Ding, das du dir ausdenkst, beginnt in dem Moment zu existieren, wenn du es denkst, und es ist genauso, wie du es denkst. Und dann machst du Schuldzuweisungen. Das ist geistlos. Bleib mal nur und nicht immer wieder an die vier Stufen der Vergessenheit denken. Es gilt auch für sämtliche jegliche von dir sinnlich gemachte Wahrnehmung. Bloß da bist du so in der Vergessenheit, da bist du natürlich hundertprozentig sicher überzeugt, dass du mit dem sinnlich wahrgenommenen Informationen nichts zu tun hast, weil du weißt ja hundertprozentig sicher, dass das in Form von Licht oder von Schallwellen in dich reingeht und von da außen kommt und dass das auch dann da außen ist, wenn du nicht dran denkst. Du brichst das zweite Gebot. Du brichst das erste Gebot, wenn du an dich denkst, dann denkst du an das sterbliche Säugetier, das bist du nicht. Du bist der, der sich's ausdenkt. Holofeeling ist nicht verbunden mit irgendwelchen Gesetzen. Ich sage immer wieder, das Einfachste, was es überhaupt gibt, ist, wenn du begreifst, dass diese 10 Gebote dir nichts, überhaupt nichts vorschreiben. Sie erklären dir, wie du funktionierst. Ich sage zum Beispiel nicht, du darfst nicht an dich selber denken. Ich sage auch nicht, du darfst dir nichts ausdenken. Ich sage nur, mach dir kein Beilet im Kind erweckt. Diese Bilder sind in dir drin. Selbstverständlich, dass du dir die ausdenken, aber du musst einfach wissen, die sind nicht da außen, wenn du dir die ausdenkst, sondern in dir drin. Damit dehnst du dich praktisch aus und vergrößerst dich jetzt bewusst bis zu einem ganzen Universum, das in eins gekehrt ist, weil alles, was du dir ausdenkst, kommt wieder zu dir zurück. Ich sage, der Fehler ist, dass wenn du dir was ausdenkst, fällt es in dir, ohne dass es in dir fällt. Der widerspricht sich ja laufend. Nee, das ist der Heilungsprozess. Und du hast eine panische Angst, dass du was verlierst, obwohl du es ja dann nicht mehr in dir drin hast, wenn du glaubst, es ist da außen. Da waren jetzt erst einmal die 4 Seiten interessant, dass das so heil wird, wenn du das begreifst, wenn du es verstehst. Das ist auch immer, alles ist richtig und trotzdem ist es verkehrt. Ist der Henkel rechts oder links? Kategorie 2 Fragen, auch so ein Beispiel von mir. Ich sage, hör auf, irgendwelche Fragen zu Einzelfacetten zu stellen. Egal, was in dir auftaucht, es ist in dem Moment, wo es in dir auftaucht, existierend und es hat keine Qualität. Das entsteht erst, wenn du anfängst zu sagen, das ist schön oder das ist hässlich, das ist gut oder böse oder das ist richtig oder verkehrt. Das ist der erste Heilungsprozess. Bis du dann begreifst, dass die Frage ist jetzt an der Tasse, der hängt ja rechts oder links. Na, so hängt davon auf welcher Seite du dir das anschaust. Ist jetzt der Udo gut oder böse? Hängt davon ab, wie du das definierst. Es ist deine Definition über irgendetwas. Die Sachen, die du definierst in Form einer Vorstellung, können sich nicht raussuchen, dass die so sind, wie sie von dir gedacht waren. Das gilt für alles. Das heliozentrische Weltbild hat überhaupt keine Chance, anders zu sein, wie du dir es ausdenkst. Was ist die Grundlage für das, was du denkst? Dein Schwamminhalt. Geistlos nachgeäfftes Wissen von geistlosen Nachäffern. Mit Erklärungsmodellen, die den eigentlichen Sinn, den symbolischen Sinn nicht verstanden haben. Das letzte Selbstgespräch habe ich nochmal darauf hingewiesen. Es ist für dich wirklich von elementarer Wichtigkeit, dass du dir jetzt endlich einmal bewusst machst, egal wer du jetzt zu sein glaubst, angenommen du bist jetzt ein Physiker, du bist der Pfarrer, du bist der Theologe. Dass du dir deine eigenen Selbstlügen bewusst machst, wenn du meinst, du bist der Gute. Mit einem Glauben, mit einem Wissen, mit dem du eigentlich gar nichts zu tun hast, den konntest du dir doch gar nicht raussuchen, dein Schwamminhalt, deine Religion. Wie du abstürzt in dem Moment, wo das Ego wieder in eine Verteidigungsstellung geht. Es macht so unendlich blind. Zeichne ein Quadrat mit 3 Strichen, das geht nicht. Jegliche Form von Leid, die du erlebst, ist selbst erschaffen, weil dir die Liebe, die allumfassende Liebe fällt, weil du ja so sicher weißt, was du willst und was du nicht willst. Und alles, was ich jetzt vorhergehend gemacht habe, das musst du nicht wissen. Diese kleinen Sätze musst du verstehen. Ich gehe bloß, dass ich sage, ich beweise dir das sogar arithmetisch. Und Betonung liegt immer auf dem Ari, auf dem Arischen, das Deutsche. Und wenn ich mache das immer rot, wenn ich sage, diese das Deutsch, die Alemannen, die Gottesmänner, die Gotteskinder, nenne ich Geisteswung, hat nichts. Ausgedachte Deutsche sind genauso ein Gedanke wie ausgedachte Göppen, wie alles Existierende ist. Existierende ist vergänglich.
Du wirst die absolute ewige Glückseligkeit nie erreichen, solange du meinst, du brauchst irgendwas Existierendes. Da außen. Du brauchst es in dir drin für die Heiligkeit. Alles andere sind nur Facetten. Das ist wie das, der immer ist, das Meer. Darum heißt Gott El Hayom, Gott das Meer. Der kann Wellen aufschmeißen mit Oberwellen und noch größeren Oberwellen. Da können er Spritzer rausspritzen. Das führt uns dann übrigens auch zu einer ganz interessanten Sache. Da habe ich gerade gar nicht weitergemacht. Das ist, müsste ich fast noch mal einschalten. Wir haben doch unser ADB, ne? Da habe ich ja bloß das hier gemacht. Ich möge weissagen, ich möge predigen, weissagen in dem Moment, wo ich die Triefen triefen lassen. Die prophetischen Worte. Habt ihr das Bild? Ja. Jetzt pass auf. Wir können ja das auch mal wegnehmen. Das haben wir ja gerade gemacht mit dem TB hinten. Wir sind zu den Tamburinen gekommen, zu dem schönen Vers. Du erinnerst dich? Ja, jetzt, ja. Ist dabei jetzt. Das war ja hier diese Sache. Dieses DP. Was mir jetzt wichtig ist, dasselbe machen wir jetzt einmal mit der 9. Wir machen die 9 raus, die 1 raus und wir machen hier mal gespiegeltes Wissen. Da ist jetzt das erste Mal rot gelesen, haben wir den Rai, im Mittelpunkt ist die Weisheit und die Spiegelungen von Wissen. Schau mal, das ist das hebräische Wort, das heißt zum einen hast du mal Kreise. Der Geist ist auf einer Reise. Wir wissen, GR heißt fremd, in der Fremde übernachten. Sobald du in der Fremde bist, bist du ein Kind in einer Traumwelt. Das sind die kleinen Kinder. Die sind noch nicht voll maschfähig auf dem Heimweg. Und das ist das hebräische Wort für Tropfen. Ja. Denk jetzt statt Tropfen die Kätzchen in unseren Spiegeltunnel. Wir sagen, das eine Licht in der Mitte ist das Wasser von El Hayom. Und die Tropfen, die rausspritzen, sind die Spiegelungen in unseren Spiegeltetraeder. Denk wieder an den Krug, der zum Brunnen ging und die Lügen mit den kurzen Beinen. Es geht um die Metapher im Hintergrund. Und die ganzen Lichter in dem Spiegeltunnel, die gespiegelten Reflexionen, die ja nur Divisionen von dem einen Ganzen sind. Das sind wie kleine Kinder. Als Tropfen nennt man das Gischt. Gehirn ist Spiegelungen. Ist es Gestalt gewordene Spiegelungen. Wassertropfen entstehen dann, wenn sie an der sichtbaren Oberfläche, Polarbär weg, denk wieder an unsere Kreisen, an unsere Spiralfeder. Ja. Mit der Treppe im 45-Grad-Winkel des Wassers stürmische Wellen hervorheben. Stur, S-D-U-R heißt widerlegt, M-Ischen, gestaltgewordene Gestaltwerdungen. Dieses Hervorkommen ist eigentlich die Wahrnehmung, plus minus ist immer eben. Eben wiederum ist Stein, S-D-1. Raumzeitliche Erscheinung ein. Die ihre Gischt herausschleudern, erst dann wird Wasser zu Wasser tropfen. Das ist natürlich das der Grundwelle, Ebbe und Flut, 24 Stunden, baut sich auf kleinere Wellen, noch kleinere Wellen, dann geht es raus, die Tropfen wiederum fangen an, Dampf zu werden, lauter kleine Adams, Dampf. Die werden dann wieder zu Wolken, fallen wieder ab, werden zu Grundwasser, Gehrundwasser, dann kommt hier letztendlich das Grundwasser wird zur Quelle, die Quelle wird dann zum Brunnen. Jetzt haben wir wieder zwei Zweige. Steuere ich das logisch oder gehe ich in einen Fluss, der zurückgeht ins Meer? Jede Wahrnehmung ist also nicht mehr als ein differenziert hochgeschleuderter Gedankenspritzer. Was nichts daran ändert, dass es beim Gedanken an irgendwelche Wassertropfen immer um dasselbe Wasser handelt. Das gilt übrigens für alles. Das ist sogar Gedanke an Materie. Jetzt denk wieder an den Eiswürfelfisch, den ich angesprochen habe. Jetzt können wir schauen, wir ändern bloß die Aggregatzustände. Was heißt das Wort Aggregat eigentlich? Kann man übrigens alles nachlesen in den Offenbarungsschriften. In irgendeiner dieser zigtausenden von Seiten gehe ich ganz, ganz genau auf die ganzen Auffächerungen von Aggregat. Agag, ist das dann mal die Schöpfung von Gag? 3-3 ist was Ausgedachtes. Und als 33 gelesen von Wellen. Das sind Wellenzustände, Aggregatzustände. Das ist göttlich allumfassende Physik. Macht einen sprachlos. Jetzt ist die Frage, hast du Wichtigeres zu tun? Hängt von deiner Reife ab.
Professor, das ist auch kein Vorwurf. Du wirst dich als Vierjähriger für was anderes interessieren, wie als Neunjähriger und als 20-Jähriger mit Sicherheit wieder für was ganz was interessieren. Aber wie ich immer so schön sage, meistens hört jetzt ausgedacht, symbolisch gesprochen bei Trockennasenaffen des Bewusstseins, das geistige Wachstum bei der Masse mit 20 auf. Du wirst feststellen, dass die 50-, 60-Jährigen dieses System nie erweitern, die bleiben da drin hängen bis zum Ende ihres Lebens. Dann hast du diese Kurve, dass die aufblühen und dann wieder zurückfallen, sich auflösen, weil es Gedankenwellen sind. Geist. Nur der, der erkennt, dass er nicht dieser Gedanke ist, mit dem er sich verwechselt hat. Das sind auch die, wo ich Holofeeling auftauchen lasse. Also du musst dir keine Gedanken machen. Ich betone nochmal, Holofeeling ist keine Sekte. Versuch doch einmal einzudrehen. Das Werk jetzt, wieder bewusst raumzeitlich gesprochen, die neue Internetseite, das ist aus dem Nichts entstanden. Da ist nicht irgendwie eine Organisation dahinter und das ist vollkommen Non-Profit, das kostet nichts. Das ist ein Geschenk. Weil jeder, der daran arbeitet, begreift, dass er dieses Wissen, wenn die Andrea ihre Bücher schreibt, das fällt ihr doch ein, die ist doch eine Getriebene, ist ein Kugelschreiber, den ich benutze. Andrea habe ich benutzt, um Kinderbücher zu schreiben. Sehr, sehr hochwertige Kinderbücher, wenn du die Schriften von der Andrea lesen wirst. Wo ich sage, die sind eigentlich das Komplexe einfach auszudrücken, dass man es nachvollziehen kann. Deine Karteikarten, wo du mal schön gemacht hast mit diesen Sinnsprüchen. Aber es nützt keiner, wenn du die Sinnsprüche wie Märchen betrachtest. Du wirst irgendwann auch hier deine Vorstellung von richtig und verkehrt umdrehen müssen, weil du meinst, Märchen und Sprichwörter, das ist seichtes Zeug, aber hochwertiges Wissen ist das, was dir Physiker und Chemiker sagen. Das sind genauso Märchengeschichten, bloß unendlich verkopft und zerdacht. Das komplizierte Zerdenken, wir machen das jetzt wieder eins in ganz einfachen Sätzen. Mein schöner Satz, wo ich sage, es wäre eine traurige Schöpfung, wenn du deine jetzt ausgedachte Welt in ein Himmelreich verwandeln wolltest, dass die Menschen oder du zuerst einmal Hebräisch und Physik und das ganze Zeug lernen müsstest. Dann hätte ein normaler Schäfer, mein altes Beispiel, überhaupt keine Chance ins Himmelreich zu kommen. Es geht hier nicht um Wissen und es geht nicht, es ist nicht die Verpflichtung, irgendwelche Gedanken von dir, von irgendwas überzeugen zu müssen. Das sind alle Weltverbesserer, die demonstrieren, die meinen immer, die anderen müssten es auch wissen, was sie wissen. Das heißt, die leben in dem Wahn zu glauben, wenn unsere Einseitigkeit, alle in unsere Einseitigkeit reinspringen, werden wir vollkommen. Ich sage, nein, du bist dann vollkommen, wenn du merkst, dass diese unendlich vielen Spezialisierungen letztendlich nur Facetten von einer unendlichen komplexen Einheit sind, die du Gott nennst oder Internet nennst. Es geht doch schon beim Zählen los, wenn wir zählen, dass hier die klassische Form von Zählen, weißt du, wie viele Zellsysteme das es gibt? Da kannst du jetzt wieder nachschauen, da wirst du etliche finden. Wir können ja ganz kurz, warte mal, ich muss nochmal den Bildschirm übertragen, weil es mir gerade einfällt. Das ist aber jetzt, ohne dass ich was groß erklären muss. Dann machen wir jetzt einfach mal den hier. So, das ist jetzt Nummer Mardikos. Das ist jetzt, da habe ich jetzt schon, weil das ja der Jesus ist. Da haben wir einen blauen und einen roten Jesus. In der Mitte haben wir das Nichts, den Punkt in der Mitte. Ist ja gerade die aus fünf miteinander multiplizierten Primzahlen besteht. Das sieht jetzt dann so mal so richtig schön aus. Das jetzt, schau mal. Ja. Kennen wir ja, ne? Ja. Den Tabasus, wenn wir rausnehmen. Und worum es mir jetzt eigentlich geht, wenn du das jetzt anschaust, warte mal. Da will ich hin. Schau, das ist jetzt binär, schreibt sich das so. Ja. Hexadezimal schreibt sich so. Du kannst es auch so schreiben. Das ist immer dieselbe Zahl, die Zahl bloß anders geschrieben. Binär geschrieben, hexadezimal geschrieben, das sind andere Zellsysteme. Du kannst dir noch 100 andere ausdenken. Du kannst alles, was da ist, noch mehr zerdenken. Wer interessiert sich für das, was die Einheit ist? Wer interessiert sich für das, was Ursprung ist? Du springst von einer Einseitigkeit in die nächste rein, die noch mehr zerdeckt ist. Wer hat allumfassendes Wissen in der Computertechnik? Geh doch irgendwo hin. Es sind Fachidioten in Fachbereichen die Experten. Es gibt keinen allumfassenden Mediziner. Es gibt keinen, der den absoluten Überblick hat ich benutze mal bewusst das Wort Arithmetik oder Physik. Ja. Das kann ein normaler Mensch ja gar nicht wissen. Ein normaler Mensch nicht. Das sind Affen. Normierte Menschen sind Affen. Die wissen sowieso nichts.
ist, weiß der, der sich alles ausdenkt. Und bei aller Bescheidenheit, das bin ich. Aber jetzt kommt der Hammer, dass ich behaupte, ich bin auch du. Alles, was du denkst, ist dein, in dem Moment, wo du es denkst, ist dein existierendes Wissen. Egal, was du denkst, deine Information, du weißt letztendlich immer bloß das, was jetzt da ist. Weil das, was existiert, kannst du wahrnehmen. Und alles, was du jetzt nicht denkst, ist Nichtwissen. Das ist irgendwie, wo kommt es her, wenn du das aus dir herausschöpfst, aus einem Riesen, nichts und alles, aus der Energie selber, sind Formen von Energien. Und darum betone ich, und in dem Moment, wenn du jetzt träumst und es taucht in dir Physiker oder Arzt oder irgendein Fachmann auf, begeh niemals den Fehler, dass du mit deiner jetzigen Logik sagst, das weiß ich doch nicht. Haben wir gerade nicht festgestellt, dass jeden Moment alles Existierende, was du jetzt zu sehen, zu sehen bekommst, dass das doch in dem Moment dein ganz persönliches Wissen ist, ist das, was jetzt in dir existiert. Alles andere weißt du ja nicht, weil es nicht existiert. Und es ändert sich doch im Jetzt laufend. Wir reden von dem, was hundertprozentig sicher ist. Und es kommt aus dir selbst, wenn du träumst. Was jetzt auch übrigens, wenn du jetzt glaubst, wach zu sein, muss dir klar sein, dass solange du in dem reinen Bereich des Denkens bleibst, egal was du denkst, das kommt nicht von außen, das kommt aus dir. Darum brauchen wir ja gegenseitig für Vervollkommnung, dass du dann dir wieder was einredest, was von außen kommt. Das nennst du dann meine sinnlichen Wahrnehmungen und darum lebst du in dem Wahn, dass du glaubst, das ist auch dann da außen, wenn du es nicht denkst. Was außerhalb ist, entweder außerhalb von dem Mittelpunkt oder außerhalb von dir selbst, ist jetzt bloß wieder eine Hierarchie, wo du aufpasst. Jetzt können wir wieder diesen da machen. Ich setze hier den Mittelpunkt oder ich mache letztendlich hier den Mittelpunkt. Muss ich jetzt unten machen, hier den Mittelpunkt und dann lasse ich es so aufspringen. Wir sagen mal, das wäre jetzt unten die Nulllinie. Ich hoffe, dass man, weil ich das bei mir nicht so sehe. Und dann lasse ich es so aufspringen. Jetzt habe ich plus minus und ich setze meine Nulllinie über mich drüber. Das nennen wir den Abyssus in die Tiefe von Elayum. Hinabsteigen heißt immer mehr in die große Einheit. Ain. In das Nicht-Existierende hinabsteigen, das man selbst ist. Hinab. Die Quintessenz Gottes ist ein seiendes verbundenes Wissen. Ewig sein. Esai. Bewusstsein ist ewig. Es ist schon. Und darum sagen wir wieder, um dir mache ich mir keine Gedanken. Um dir. Um den Wohnungsinhaber. Du bist ewig. Wenn du dir da Sorgen machst über dich selber, dann sorgst du wieder für Überlegungen, dass morgen das passieren könnte oder dass du das verlierst. Hochinteressant, du stellst was vor dich hin und du hast Angst, dass du es verlierst. Obwohl du es doch besessen hast, bevor du dir das ausgedacht hast. Du hast es eigentlich verloren, wenn du meinst, dass du es besitzt. Besitz. Vorsilbe B im Hebräischen heißt innen. Blau gelesen ist polar außen. Die zwei sind das Suffix B und das B-Sitz, dual. Das ist das Prinzip, das ist eine reine Arithmetik. Ich erzähle dir jetzt etwas, der Schwerpunkt liegt auf den Zorn. Das ist dann die göttliche Arithmetik. Und das ist so ein gigantisches Werk, wenn man das in Anfängen zu verstehen anfängt. Aber es ist nicht für die Menschen, die du dir ausdenkst. Ich habe dieses Werk nicht für Gedanken von dir erschaffen, sondern für den bewussten Denker. Das, glaube ich, war jetzt ein schöner Schlusssatz. Ja, super. Weil wir uns jetzt langsam der 1,45 nähern und 45 ist der Adam. Das ist der eine, ist UB und der Adam ist dann die 45. Da können wir es gut sein lassen. Das kann man immer wieder. Und du wirst jetzt irgendwann merken, dass man neugierig wird auf die Vordersprache. Und dann kannst du anfangen, dich durch dieses Riesenwerk hindurchzuwillen mit. Was nicht, mit den ganzen Updates bestimmt weit über 25.000 Seiten. Und nicht keine Angst haben, sondern spiegelt es ganz einfach. Euch aber Freude, weil ich muss ja ewig da sein und wie soll ich, will ich mich ewig langweilen? Du wirst dann auch deine Interessen beobachten, das heißt der Fokus, was dir mehr Spaß macht. Und ich sage immer wieder, solange du noch weltlich verhaftet bist, ist es nur eine Sache der geistigen Unreife, aber nicht das, was verkehrt läuft. So wenig, wie was verkehrt läuft, wenn sich zum Beispiel hier 5-6-Jährige für was ganz was anderes interessieren wie Erwachsene. Das ist eben unsere 3x3x3 Wachstumsstufen, wenn ich das feinstufe, was ich zuerst einmal, diese ersten drei Wachstumsstufen sind wichtig. Geburt, Pubertät, Wechseljahre. Das sind die ersten. Und die können wir dann immer noch mal 3x3 dritteln,
wo sich immer wieder dieselbe Symbolik abspielt. Aber das wird auch alles erklärt in den Unbauern. Es ist ein intimes, ein wundervolles Spiel in Time. Du lebst in Wundern. Und jetzt auch der Körperaufbau, die DNA, all das ganze Zeug mit den Analysen. Jetzt hier das Corona. Das sind nur symbolische Geschichten. Wie kannst du Angst haben, dass dir was passiert? Auch ein Satz vom Udo, du bist immer ohne Anfang und Ende. Du schmeißt Wellen auf, die siehst du, immer nur die Welle, die da ist. Wie kannst du sagen, die Welle bin ich und die anderen Wellen bin ich nicht? Dann taucht der kleine Spritzer auf und du sagst, so habe ich jetzt Angst. Hat es mehr Angst vor einem Spritzer, der aus ihm rausspritzt und sowieso wieder zurückkehrt? Diese Sätze müssen verstanden werden. Sonst wirst du leiden. Du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, auch mit deiner Rechthaberei. Immer wieder auch die Rollen, die du spielst. Eine Rolle spielt man nicht für ewig auf der Bühne des Lebens. Darum habe ich jetzt ein paar Mal hingewiesen, irgendwann, wenn du zur Zeit voller Hass bist, schade, das habe ich jetzt weggemacht. Hätte ich nämlich den Kodo gehabt. Den Kodo hier in der Physik, in der Chemie. Jetzt habe ich aber die Seite weggemacht. Es ist einfach, du hast eine Freude ohne Ende und du kannst tröpfchenweise kannst du das bloß weitergeben. Das ist wie ein Säugling. Ich muss immer wieder zuerst einmal, wo ich sage, was habe ich für einen Stand? Wie alt ist der Geist jetzt? Wie reif ist er? Und dann rede ich natürlich mit einem 3- oder 4-Jährigen, rede ich anders wie mit einem 9-Jährigen oder mit einem 19-Jährigen. Die Begeisterung, die unser Moritz jetzt hat. Und ich betone dann immer wieder, du machst das deine Rolle weiter. Das ist ein Riesengeschenk, wenn du neugierig bist. Stell dir mal vor, Holger, der Udo wäre bei dir schon aufgedacht, wie du 16, 17 gewesen wärst und du hättest positiv darauf angesprochen, wie dein Leben anders verlaufen wäre. Völlig anders. Aber das ist wichtig. Darum sage ich immer wieder, da ist nichts verkehrt gelaufen. Wenn ich jetzt meine Bianca denke mit Krebs, die vor 20 Jahren Holofeeling hatte, die sagt jetzt, 20 Jahre habe ich verschlafen. Das war jetzt der Schicksalsschlag, wo sie sich nach fast 20 Jahren wieder an Holofeeling erinnert und stellt fest, was hätte ich in die 20 Jahre, wenn ich diesen ganzen Scheiß an weltlichen Sachen, wo ich gedacht habe, wenn ich vor 20 Jahren gleich angefangen hätte, mich mehr für Holofeeling zu interessieren, für viele andere Sachen, die mich nur in Sackgassen reingetrieben haben. Und dann sage ich, da ist trotzdem nichts verkehrt gelaufen, weil das ein wichtiger Lernprozess ist. Egal, was in dir auftaucht, das sind wichtige Lernprozesse. Auch beim Holger, wenn ich immer sage, bei dir, Holger, die Schuldzuweisungen, du konntest immer mit deinem Ego erklären, wer daran schuld ist. Und wenn du mal ganz wertfrei warst, dein ganzes Leben war in Krankheiten flüchten, für die du ja angeblich nicht kannst. Es waren einige Gedanken. Ich gebe niemals irgendeinen Gedanken die Schuld für etwas. Du entheiligst und entmachtest dich damit, indem du irgendwen anderen die Schuld gibst. Deine Menschheit um dich herum kannst du jetzt nur beobachten, die Masse, die Medien. Die sind nur voller Schuldzuweisungen und dadurch sind die vollkommen machtlos. Bist du endlich ich, was du sagst, ich nehme alle Schuld auf mich, ich bin ein träumender Geist. Ich höre jetzt auf, irgendwen, den ich mir ausdenke, vorzuwerfen, dass er so ist, wie ich ihn mir ausdenke. Ja, egal, ob es ums Menschen oder irgendwelche Phänomene geht. Ich kann mir doch nicht einen Griech auswerfen und dann ausdenken und dann mir vor und glauben, dass ich mit dem Griech, den ich jetzt denke, nichts zu tun habe. Oder mit Corona. Wer meinst denn, wer schuld ist an Corona? Sagst du mal der sich jetzt das ausdenkt. Das sind die Kategorie 3 Fragen. Und das Schöne, sobald du in Kategorie 3 Fragen Fragen stellst, hast du sofort, ohne irgendwo hinzuschauen, die Antwort. Wenn man das Prinzip verstanden hat. Ich brauche nicht mehr mal mehr Internet. Ja, solange ich aber Kategorie 2 und 1 Fragen stelle, will ich die wieder von außen bekommen. Dann muss ich ins Internet und dann lebe ich von Facetten, von Facetten, von Facetten und meine, ich kann in irgendeiner Facette das heilige Ganze finden, dass ich das Ausgedachte, im Ausgedachten werde ich nie den Denker finden. Der du selbst bist. Also ich bin es nicht, ich bin bloß ein Gedanke, den schütze ich mir nicht an. Was ist der Gedanke von dir? Ein Spritzer, der aus dir rausspritzt und wieder weg ist. Ist der wichtig? Du musst dir über deine Gedanken nicht allzu viel den Kopf zerbrechen. Die kommen alle wieder zurück, die verlierst du nicht.
Schon in dem Moment, wo du sie nicht mehr denkst, also, was hast du Angst? Bist du schon bereit, ganz bewusst das zu erkennen, was du bist, wenn du mich jetzt sprechen hörst? Und dann wird dir ja bewusst, wenn du jetzt ins Internet gehst und hörst dann Satsang und Esoteriker, dass die zwar das erzählen, weil sie es nachäffen, aber im ganzen Leben, ein Satz vom Udo, du das, was die Prediger predigen, mach nicht das, was sie selber tun. Wie war das mit Beduchtsein im letzten Selbstgespräch? Du bist beducht, du Geist, der du dir jetzt den Udo ausdenkst, der du dir jetzt den Holger ausdenkst, die Andrea und jetzt dich, dirchen selbst, wenn du an den Körper denkst. Du Geist bist beducht. Du lebst in der absoluten Versicherung Gottes. Ich werde nie zulassen, dass dir, Geist, dir Wohnungsinhaber, was passiert. Für deine Mieter, für deine Einwohner, das heißt für deine Informationen, die Gedanken, die Menschen, die du dir ausdenkst, übernehme ich keine Gewährleistung. Ganz im Gegenteil, ich sage, die überlebt nichts, nichts Existierendes überlebt. Aber jetzt haben wir wieder zwei Seiten. Macht dir das jetzt Angst oder fällt dir im wahrsten Sinne des Wortes nicht ein Stein vom Herzen, sondern dieser Stein, der Eckstein, der bisher verloren gegangen ist, dieses Eben, im Hebräischen ist es wieder plötzlich ganz aktuell. Ja. Du bist selbst der Eckstein, der im Ganzen verloren gegangen ist. Das ist die Heimsuchung. Das Schäfchen, das ich heimhole. Wenn du mir vertraust, ich reiche dir nur meine göttliche Hand. Und ich kann dir oft genug sagen, das hat nichts damit zu tun, was du jetzt als Brüssel irgendwie was Besonderes tun musst. Ich betone immer wieder, in der weltlichen Ebene deiner Traumwelt musst du weder wo eintreten noch wo austreten. In Form von Sektenwechseln, Glaubenssysteme wechseln. Da gibt es nichts zum Wechseln, sondern es gibt sehr, sehr viel zu vereinigen. Und das wirkliche Eintreten, in dich selbst hineintreten kannst du nicht, du bist sowieso immer die Mitte. Ganz leicht überprüfbar, ich setze dich in Bewegung. Versuch doch mal irgendwo anders zu sein wie hier. Ja, ich kann doch jetzt im Wohnzimmer sein, ich kann doch jetzt in Leipzig sein, ich kann doch in Weißenburg sein, ich kann doch jetzt in Zürich sein. Ist doch, das ist um dich rum. Es ist immer um dich rum. Du bist immer dick, wichtig, wie ich dick. Wie JCH, die Mitte von allem. Bist du schon die absolute UB-Mitte oder eine periphere Mitte, ein Lichtchen, das dann auch eine Mitte ist, aber noch eine periphere Mitte. Ja. Denk wieder an unseren Zug, an unseren Einstein. Bist du der große Raum oder das Zugabteil, das durch dieser ausgedachte Raum, diese Peripherie, die da durchfährt. Und dann haben wir plötzlich verschiedene Zeiten und verschiedene Abstände. Das ist doch eine Hirnwichserei, das kann ich mir alles vorstellen, aber solange ich glaube, das ist da außen und ich habe nichts damit zu tun, die Ursache ist diese falsch verstandene Formel. Diese falsch einseitig ausgelegte Formel, weil man die Wurzel nicht beachtet. Wurzel 1 minus 1. Minus 1 plus 1. Gespiegelt. Ist 0. Wurzel 0. Was ist die Wurzel? Die Wurzel ist nichts. Das bist du. Doppelt aufgespannt, UR verbunden im Kopf. Und jetzt haben wir hin ZL. Die Geburt von Joch, eines Jochs oder ZL-Schatten. Das ist eben die Vielfalt, wo wir jetzt haben, weil wir die Worte aus verschiedenen Perspektiven sehen. Jetzt lassen wir es aber gut sein. Jetzt spielen wir noch eine Runde Leben. Okay. Sag ich bis gleich, wie ich es immer sage, bis gleich.